Ja, und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genshin Impact. Wir machen ja mal heute, wir versuchen mal heute diese eine Story Quest anzufangen, und zwar die von dem Stammesding. Ja, jetzt schon wieder ein neues Event am Laufen, wo ich mich auch noch kümmern soll. Aber okay, wir machen erstmal das hier. Next Alonen müssen wir auch noch spielen. Na, wir haben nur noch 5 Tage, deswegen will ich schon mal anfangen, hier so ein bisschen anzufangen, ne, um das hier voranzutreiben, ne? Weil das Spiel zwingt mich ja. Weil die sagen ja nur so, ey, du musst das in 5 Tagen erledigen. Deswegen gehen wir auch schnell da rein, ne? Ich werde jetzt hier nichts Besonderes hier noch sagen oder so. Habe ich die richtigen Covers? Ja, ne? Damit wir auch schnell fertig werden, ne? Und gucken wir mal. Ich will jetzt ja auch nur eine Quest machen, ne? Die sind da immer in 3 eingeteilt. Ich mache das jetzt hier einmal ganz schnell und dann gucken wir mal. Die ersten beiden sind da normalerweise immer nicht so lange, ne? Das ist immer die dritte, die immer so lange dauert. Okay, ich wollte sagen, wenn jetzt hier wieder die Cutscene zu Ende ist. Ey, yo. おじちゃんたちにも話したけど、今部族は人手が足りないし、そこの地形は険しくて魔物や悪いやつらがいっぱいいるからって。ひとまず元気に準備をして、それが済んだら師匠を助けに行くって言われたの。でもそれじゃ手遅れになっちゃうよ。実はちょっと、もうまた、ヘルンさん。 Mache ich doch gerne. Okay. Beginn. Da hat aus wie Setsu aus Naruto. Dieses schwarz-weißen Gesicht. Gerade. Hey, da war ich schon mal. Die Schattennagel, da war so eine Weltquest. Dass dieser riesige Bohrer, der in den Boden reingeht. Kleines Mädchen weint. Die Musik. Boah. Noch Schätze irgendwo? Nee. Ich suche die ganze Zeit nach Schätzen. Irgendwie finde ich keine mehr. Wo ich hier noch ein paar Prozent hier übrig habe, hier 97%, 96. Ja, gleich habe ich auch in Sumero irgendwie, da habe ich auch irgendwie 4%, die mir noch fehlen. Und wo ist die Quest? Muss die Quest auch schon aktivieren. Welche ist das jetzt hier? Ne, da ist die Event Quest. Ja, okay, dann gehen wir mal da ein. Guck mal, wie lange das dauert. So, ey, yo, wo ist das? Ja, was geht? Haben wir Chiori mitgenommen, ne? Weil die gerade im Event ist. Ey, yo, was geht? Oh mein Gott. Oh, 3 Leute. Der Bibito. Nein, ich will ohne. Ich denke, sie wussten, mit wem sie es zu tun hatten. Ja, die haben gerade Tabibito gesagt, also. ごめん、自己紹介がまだだった。私は長円。 最悪の運勢だったけど、今さっき幸運に恵まれた宝石職人だよ。イメキさん、どうも、ヘルプ。あの子に心配をかけてしまったようだね。店を出た時は2日くらいで戻れると思ったんだけど、まさか影の井の針の近くで新しい火山小石の鉱脈を見つけるなんて予想してなくて。
Die Quests überhaupt machen können, ohne die Weltquests vorher zu machen. Ich glaube, die war ja schon immer da, ne? Bei der Weltquest musste man die so in den Boden reinbohren lassen. Könnte man so in den Untergrund, muss man gegen so einen Boss kämpfen. Boss, es gibt ja einen neuen Boss. Den haben wir auch noch nicht abgecheckt. あたり一面に大きな穴が開いてしまったんだ。私が見つけた鉱脈は端にあったから、その影響を受けずに済んだけど、今や驚いて興奮した魔物がそこかしこにうじゃうじゃしてる。 Haben diese Quest eigentlich irgendwie was mit den miteinander immer zu tun? Ich versuche mich gerade zu erinnern. Ja, doch, bei den Menschen der Quelle, da haben wir die beiden Typen getroffen, die wir dann später eskortieren mussten mit Mualani. Ja, gleich schon. Entschuldigung, wer sind die zwei? Sie schmiert alte Namen? あ、待ちや、アフガード。娘のためだよ。ニエガちゃんが不幸にも重い病気にかかってしまってね。ラゾーリはすべてを放り出して、あの子の看病に専念するようになったんだ。ニエガちゃんの病状が一番ひどかった時のラゾーリは、まるで泥沼に沈んでいく松明のようだった。一生懸命光と熱を発しながらも、 足元からどろ水がどんどん押し寄せてきて、でも幸いなことに医者の薬と大霊の加護のおかげでニエガちゃんの一度消えかかった命の炎は再び燃え盛った。それからあの子の体調は徐々に回復していってね。まだ体は弱ってて家の中で安静にしてなきゃいけないんだけど、もう手紙を書いてくれる。 よくあの白年にも手紙を出してるって聞くよ。あの子の将来の夢は米を作る名職人。かつてお母さんが誇りに思っていた。あと何日かしたらニエガちゃんの誕生日なんだ。それでラゾーリがわざわざ私に頼んだんだよ。あの子の誕生日プレゼントのために純度の高い 火山小石を探してきてほしいってね。そばはそれでやろうすん。そっか、大事な石なんだな。こんなに綺麗なプレゼントをもらったら、ニエガもきっと早く元気になってくれると思うぜ。ありがとう。あの親子もその言葉を聞いたら喜ぶと思うよ。さて、あんまり意味を待たせるわけにもいかない。そろそろ戻ろうか。そうだ。 よかったら明日、一緒にラゾーリに会いに行かない？小石を取られずに済んだのは君たちのおかげでしょ？大事な小石を守ってくれたんだし、同じくらい重みのあるプレゼントをもらってもらわないとね。気分が良くなれば病気も早く治るだろうしな。もちろん、オイラたちも。 プレゼントがあれば気分が良くなるっていうか。安心して、絶対に満足する代物だから。それが何なのかは明日ラゾーリが教えるから待っててちょうだい。Okay, well, da war's schon. Alles klar. Gut, das kann man machen. So, dann machen wir natürlich direkt die nächste, weil das ist jetzt ein bisschen zu kurz. Deswegen kann man auch hier direkt weitermachen. Jetzt habe ich wieder Ansehensbelohnung, aber bringt mir nichts. Ich habe das schon maximiert.
Und ich kann auch hier nicht weiter Kopfgeldjagden oder so machen, um Belohnung zu bekommen, weil das Spiel halt einfach nicht will. Also ich kann mir noch nicht mal Geld farben. Ich weiß nicht, warum die halt auf einmal entfernt haben. Das kotzt mich so an. Na ja, wow, ich habe nichts dafür bekommen. Verstehe nicht, warum die halt entfernt haben, dass man ja nicht mehr Lieferungen und so alles machen kann, um irgendwie ein bisschen gratis Geld zu bekommen. Das ist so, ich weiß nicht, warum die halt entfernt haben. Dafür haben sie jetzt, wissen wir, warum die das gemacht haben. Die haben das dafür gemacht, damit man hier, die haben jetzt dieses blöde Ding ja hinzugefügt. Dass du dir irgendwie eigene Artefakte und so schmieden kannst, ne? Aber was du dafür brauchst, um die irgendwie hier mal irgendwie zu machen, ne? Das ist absolut geistesgestört. Ich müsste ein voll hochgeleveltes Level 20er Artefakt, was unglaublich viel Ressourcen kostet, dafür opfern. Und dann kriege ich die Chance, zwei Sachen hier zu wählen. Ne? Dann habe ich jetzt zwei Sachen zur Auswahl, ne? Die ich hier reinschmieden kann, ne? Das Problem ist, die anderen beiden Sachen können immer noch Mist sein. Selbst wenn du die ganze Mühe da reinpackst, ne? Das ist sowas von Zeitverschwendung. Ich weiß. Und das haben sie irgendwie da reingeführt nach 3-4 Jahren. Was Honkai Star Rail übrigens schon, weiß ich nicht, kurz nach Release hatte. Ich möchte es ja noch mal erwähnen. Und Zenless Zero hatte hat schon bei Release, möchte ich auch noch mal kurz erwähnen. Und ja, bei Genshin haben sie halt eingefügt, so, ah, okay, du musst erstmal tausende Artefakte dafür opfern, damit du irgendwie was herstellen kannst. Und dann vielleicht kriegst du vielleicht das Richtige. Das ist so geistesgestört, ne? Ich weiß nicht. Da haben die sich bestimmt voll auf die Schulter geklopft, so, ah ja, jetzt, da werden jetzt alle Spieler froh sein, ne, dass wir halt eingeführt haben, ne? Boah, geil. Boah. Dieses Spiel. Okay, herzlich willkommen. Wenn du Edelschein verarbeiten willst, bist du hier richtig. Warum redest du nicht? Hallo, wir haben hier einen Edelschein, den wir gerne ausgeliefert haben möchten. Er ist für unser kleinen Tippelsaurier. Hier, dieser hier. Ach, da ist dieser andere Quest. Nein! Ja, da bin ich wieder zurück. Ich weiß nicht, ob das irgendwie noch Teil des letzten Clips war, aber ich bin hier in eine andere Quest außerdem reingestolpert, weil genau hier ist die ganze Zeit schon eine andere Quest gewesen, aber ich konnte nicht zu der hingehen, weil die Weltquest, weil die Companion Quest hier in der Nähe war. Deswegen konnte ich mich hier nicht so nähern, weil ich nicht aus Versehen die Quest triggern wollte. Jetzt habe ich hier gerade mit ihr noch mal geredet und sie hatte irgendwie diese Weltquest gemacht, die ich noch nicht erledigt hatte. So. Mit ihr muss ich hier reden, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt alle gesehen habt oder ob ich das rausgeschnitten habe, aber wir sehen uns jedenfalls hier wieder, ne? Also ja, hier ist die Weltquest, die Companion Quest. Ja, ich freue mich. Ja. Die Quest können wir auch noch machen. Die nächste Quest, die wird wahrscheinlich wieder da. Die dritte Quest, die wird wahrscheinlich wieder ewig dauern. Und die ersten beiden sind ja immer relativ schnell, deswegen mache ich das jetzt erst so. Also eine Stunde Dialoge mit Genshin halte ich nie aus. Also, das ist zu viel zu verkraften immer. Deswegen mache ich das lieber so. Da. Oh mein Gott, eine Minute Cutscene und direkt schon die Quest gestartet. Boah, was ist denn hier los? Gut. Da. Okay. Schatztruhe. Nee. Nee. Meine ganzen Teleportpunkte habe ich schon nachgeguckt hier. Schatztruhen. Ey, was geht? Boom. Hey, den habe ich gegeben. So ein kleiner Gremlin. Oh, Erze. Irgendwie wurden mir heute gar keine Erze angezeigt. Ich will hin und wieder mal Erze hier farmen. Ja, die wurden mir gar nicht angezeigt heute irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Geht zu Wagner in Mondschatte, sagt, weiß ich nicht. Hm.
結構立派な家でしょう。ちょっと待ってて、ノックするから。ノックするか。ラドリー、開けて。二人を連れてきたよ。ich glaube, sie hat wörtlich gesagt, ich tu klopfen, ne? Nox zurück. ラゾーリー、中にいるんでしょ。ich glaube, so heißt er, so heißt er Ton, ne? Ich glaube, Kara bedeutet auch irgendwie Ton. Verbindung, irgendwie sowas. Zurück, Kara. Nox, gut, zurück, Kara. Soll ich die Tür aufbrechen? Masaka, zwei ni mata nani ka atta no ka?それともニーガの病気が。これ以上想像したくないぞ。大丈夫だよ。昨日私が来た時は二人とも元気だったから。その時ニーガちゃんは自分の部屋でぐっすり眠ってたし。いや、deswegen macht sie auch nicht auf wahrscheinlich。ラゾーリと約束したはずなのに。まさかニーガちゃんを連れて薬を取りにでも行ったのかな。あれ、あそこにあるのってなんだ。テペトル竜の巣だよな。うん、そういえばラゾーリのところにはテペトル竜が一頭いたね。名前は確かイェングだったかな。彼女がまだコメを作ってた頃、よくイェングに採掘を手伝わせてたよ。でもニエガちゃんがああなってからはもうそういうことをさせなくなったけど。ちょっと待って、なんか周りがすごく散らかってない。ユングもいないし。見ろ、箱がたくさん入ってる。なんかまずいことでもあったのかな。schauen wir uns das mal an。 War ich ja schon mal drin, ne? Geht's ja gar nicht weiter. Ach, hier weiter. Warte, warte, ich höre was. Das sind, glaube ich, diese Dinger. Diese kleinen Typen, die ich hier verfolgen muss mal. Und schon, ich habe gerade was gehört. Diese kleinen Dinger irgendwie, diese, die man verfolgen muss. Ich bin ganz gespannt, ich habe die gehört. Warum muss ich da oben hin? Also, nee, warte mal, lass mich hier nochmal umschauen. Ganz gespannt, ich habe gerade was. Ganz gespannt, ich habe gerade gehört. So, bip, 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 bip. Ich mache eher eine Markierung. Was für eine Markierung, die ja. Wenn ich mich, guck ich mal offscreen nochmal an. So, hier muss man normalerweise sich so in so einen Dinosaurier verwandeln, aber ich habe Kachina. Den können wir den ja machen. Wow. Dun, dun. War schon immer hier. Wow. Okay. テペトル竜がいたぞ。ラゾーリが育てたやつかはわかんないけど。Sie hat sich von selbst nach dort oben gekommen. Ich hatte sich in den verwandelt, so wie wir.Die Person, da ist jemand bei ihr. Wie auch immer, gehen wir wieder runter. Ihr seid mit dem Tippel der Sau den Berg hinuntergestiegen. Oide, Yengu. Mata yancha shite ta no? Ii ko ne?
お腹すいた？ごめんね、後で美味しいご飯作ってあげる。さ、遊んでおいで。ご飯ができたら迎えに行くから。二人ともごめんなさいね。家で待ってたんだけど、ニエガが一人でこっそり抜け出しちゃったのよ。お客さんにプレゼントを作りたくて、綺麗なお花を摘んでたんだって見つけたら言ってたわ。 richtig witziges Meme-Format gestolpert. Also irgendwie subtle foreshadowing. Hier irgendwie so ein Typ irgendwie.Jetzt irgendwie um so einen Typen, der irgendwie so saure Bonbons essen will. Er sagt so, diese Dinger sind ganz schön sauer. Währenddessen steht das Subtle Foreshadowing, also unauffälliges Foreshadowing, ne? Der will den gerade essen, so, ich habe gehört, diese Dinger sind ziemlich sauer, deswegen probiere ich die mal. Dann sieht man nur so eine Millisekunde, wenn er schon am Schreien ist, so, ah!Ich hab gehört, die sollen ziemlich sauer sein oder ziemlich kräftig sein. Ah! Deswegen gucken wir mal, ne? Gucken, wie ich die verkrafte. Ah! Hat sie sich also von ihrer Krankheit erholt? これ以上高望みはしないわ。じゃあ、Tattoo sind da deine Augen oder hast du einfach nur nicht gut geschlafen? なんで暗くなってるの？ニエガちゃんの気持ちはしっかり受け取ったから。次はラゾーリ。ほら、例のものを。Oh ja, das Geschenk. やったぜ！どんなプレゼントなんだ？ Irgendwas Unspektakuläres. Das ist eine Weltquest, wir kriegen nie was Gutes. 私が作った燃焼名国よ。最高純度の鉱石を使ってるから。Was soll ich denn mit diesem Kross sagen? Sieht aus wie so was, was du vom Bäcker bekommst, so ein Kringel. Es handelt sich im Grunde genommen um die vereinfachte Version eines alten Namens. So, 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 so,特に実用性はないと思ったんだけど、長円がそれを特別なアクセサリーにしたらどうって助言してくれたの。コメの職人が手掛ける燃焼名国に永遠の言葉を刻むってね。どう？思わず買いたくなってこない？Also auf mit der Animation andauert. Tu nicht so, als würdest du verstehen, was sie sagen, Tabibito.Ja, du hast einen guten Sinn fürs Geschäft. でもラゾーリが作った燃焼名国はそれくらいの価値があるものなんだよ。口伝えの言葉は常に信じられるものとは限らない。一人また一人と伝わっていく過程で、それは不完全なものになる。Guck dir mal die deutsche Übersetzung von Zenless an. 誤って伝わったり。Da geht einiges verloren, habe ich so gefühlt. でもこの燃焼名国に刻まれた言葉は。本来の意味を少しも歪ませることなく永遠に残すことができるの。大切な友達、恋人、子供に送るのに最高のプレゼントだよ。Du wirst mich noch dazu bringen, noch mehr zu kaufen, was? おいらも思わず心が動きそうになったぞ。バイバイ。旅人、一つ買わないか？おいらたちの名前を入れてさ。そんで妹さんが見つかったら。自分の手で名前を刻んでもらおうぜ。もう待って。そうすれば、オイラたちの名前はずっと一緒だ。Ich bin auf der Suche nach meiner Schwester. Das ist ja ein bisschen zu kostbar. 遠慮しないで。私だけじゃなく、ニエガちゃんの誕生日プレゼントも守ってくれたじゃない。これくらいは出さないと。Hey, wenn man die einfach kaufen kann, ist das ein von Geschenk. Ja, einfach von ihr abkaufen können. ラゾーリも遠慮しないで。燃焼名国を一つ作るのにどれだけ手間がかかるか知ってるから。ありがとう、長円。それに旅人さん、できるだけ早く品を仕上げるわね。出来上がったら目を入れてみてちょうだい。Ja, weiß überhaupt das eine Ding hier, was ich bekommen habe in der Story. 会いに来てくれたら喜ぶと思うわ。Ich könnte ein paar mehr als Geschenke kaufen. そういうのは聞いてから考えた方がいいんじゃない？
Palma, du hast wortwörtlich gerade gesagt, du hast nach mein Geld gegriffen. Ich habe ausnahmsweise meine Menge, Moa. Ich habe irgendwie 600.000, weil ich nur noch Geld Leylines hier am Farmen bin. Ich nicht weiß, was ich anderes farmen soll. それじゃあ決まったらまたいつでも言ってね。あれ、あいつまた出てきてるぞ。おい、早く止めてくれ。もう体当たりされるのは嫌だぞ。おは、sei brav。ラゾーリ、私の燃焼冥国の修理もお願いしていいかな。この間襲撃にあった時に落として紐も留め具も壊れちゃってね、つけられなくなっちゃったんだ。自分でも修理してみたんだけど、どうもうまく直せなくて。だからお願い。ええ、任せてちょうだい。元通りにしてあげるわ。ありがとう長円、助けてくれて。いいってラゾーリ、ニエガちゃんが元気になってくれたらそれでいいの。ええ、ユング、いい子にしてて。後でご飯をあげるから。旅人さん、燃焼冥国が完成したら長円にそのことを伝えさせるわ。ニエガの誕生日にもちょうど間に合いそうだし、その時はちゃんとしたパーティーをしましょうね。おいしいものがいっぱい出てきそうだな。お腹を空かせておかないと。Ciao. またね。お二人も元気で。ニエガもきっと喜ぶわ。Okay, wieder. Okay. So, mit der Länge kann ich arbeiten. 10 Minuten, 15 Minuten. Das ist angenehm. Ja, jetzt kommt aber. Ich tue schon mal die Quest ein bisschen anfangen. So ein paar Minuten, so 10 Minuten. Nein, das ist nicht Palmer. Wir sind da, da ist sie jetzt. Ich dachte, da kommen wir meist nach der letzten Quest. Da kann ich wieder hier ein Screenshot machen später. Ja, muss ich, da muss ich später mal. Ja, schon mal die Quest beginnen. Wie komme ich da hoch? Nicht blöd da. Antworte nicht darauf. Gut, ich tue jetzt aber noch ein bisschen. Sorry, ich tue jetzt noch ein bisschen hier mal. Anfang wenigstens. Und 10, 15 Minuten. Ja. Sie da am Schlafen. あのさ、左の棚の上から2段目、一番右の斧があんたの。クワはイクナルので、金槌はパカルのだから、自分のやつだけ持ってって。まだ何も言ってないのに。もしかして今から休憩？今日はいい感じの気温だから、ここで休憩。マジで言ってる？今日はいつもよりだいぶ暑いと思うけど。暑くて外になんていられないわよ。それが狙い。暑いとお客さんが注文や受け取りに来るとき、いつもよりパワーレンジャーしてくれるわけ。で、パワーレンジャーブリッツオフディーン。あら、何やらなが来たわね。じゃあ、お疲れ。斧を確認させてもらうわ。ふん。じゃあ、ガスペニッシュ。白ね、こんにちは。旅人、パイモン、また会ったね。わすわだす、パイモン。最初の飛び降りの調子はどう？トラブルとか大丈夫？あ、よし、ベストです。ならよかった。うちも最初の旅降りなんて初めてだったし。うん、まあ、きついにしそう。もし、ガンツ、ehrlich bin。Die klingt die ganze Zeit so gelangweilt。多すぎてさ。正直、問題が起きないとは言い切れないんだよね。え？
それって問題が起きる確率はどれくらいなんだ？ムアラニがスピリットウェイを通るときにうっかり落ちる確率より低いかな。それじゃあどう考えてもゼロだな。シロネ、斧ありがとう。持ってくわね。Oh, ich würde es so lieben, wenn es Äxte in diesem Spiel gibt, ne? Also, wir sind noch nie verstanden, warum die nie Waffen irgendwie hinzugefügt haben. Die haben noch nie neue Waffen hinzugefügt. Ich hätte auch so ein Set. Wo kann man die kaufen? Warte mal, die Stimme kenne ich.Stimme kommt mir aus Honkai Star irgendwie. でも今年のプレゼントは道具じゃないよ。ニエだから手紙が届いて、勇敢な手首が欲しいってリクエストが来たから。なかなか探すのが大変な本でさ、何冊かうちのコレクションにあって助かったよ。ずいぶん前に出版されたやつだけど、まあまだギリ読めるし。ニエがくらいの年の子って童話が好きだからね。私もこの間ラゾーリのところに行った時はあの子に差し入れで。あれ？Hab ich nicht letztens schon nachgeguckt? Ich kann schon sagen, ich habe sie letztens schon mal nachgeguckt, ne? 一番好きな。あれ？思い出せないの？暑すぎて熱中症になっちゃった。自分の名前はわかる？そこまで忘れないって。ただここ何日か。はあ。なんかいろいろ忘れちゃうのよね。あんたの燃焼名国に大事なことを刻んでメモ代わりにしちゃえば持ち運びにも便利だし。やだ、夜中、ich kann mich erinnern。しにくいからちょうどいいと思う。Wieso muss ich jetzt an Honkai Star Rail denken? それは確かにそうなんだけど、私の名国にはもうほとんどスペースがないのよ。Ist dein Name so lang? 違う違う。燃焼名国にいくつか願いを刻んでるのよ。願いっていうか、まあ要するに将来に対する期待とか、いつかやりたいこととか。ラゾーリは美しさを考慮すると、名国に刻んでる人は短くした方がいいって言ってたけど、燃焼名国って、コメを作ってた内理士が作ってた。ちょっと待って、War schon letztens so stolz, als ich Boa Hancock erkannt habe. Hier ein Jade von Honkai Star Rail. Aber sie hat auch irgendwie so eine sehr erkennbare Stimme, finde ich. Ja, genau, das habe ich mich auch gefragt. 普通はラゾーリにお願いして刻んでもらうんだけど、特別なやり方があるのよ。その方法で刻んだ文字は特定の角度で光を当てないと見えないようになってるの。だからわざわざ文字を見ようとしない限り、名国もただの綺麗な石ってわけ。それは言えてる。燃焼名国は結局ただの石だしね。人の願いを叶えることなんてできないよ。この石に向かって願いをしたって谷に向かって叫ぶのと同じで、自分の声がこだまするだけ。まあ願いの微暴力として使うのはありかもね。願いを刻んだやつを常に持ち歩いて、時々取り出して見てみるみたいな。自分を励ますくらいの効き目はあるかもね。ただ途中で願いを変えたいってなったら大変だよ。名国ってすごく摩耗しないから。Ich so ein Problem habe hier mit dem ganzen Text. Ich habe ein Problem, weil die die ganze Zeit nur stehen und reden. Wenn so ein paar Animationen dazwischen gemacht werden, ne, wäre vielleicht viel interessanter. Ich gucke hier nur und schaue zu, wie die zwei Leute sich unterhalten. Text nach Text nach Text nach Text. Ne? Und ich kann einfach so viel Text nicht aufnehmen, mein Gott. Ja.Ich habe überhaupt nicht aufgepasst, worum es hier gerade geht, ehrlich gesagt. Bin ich jetzt ganz ehrlich. Ich weiß, wir müssen hier so einen Stein irgendwie ja, den Namen eingravieren. Die eine ist die ganze Zeit am Pennen.
あの頃は本当に心配だったから定期的にあれをニエガに送ろうと。Aber selbst bei den Quests, bei denen ich aufpasse, habe ich die auch nicht mehr so in Erinnerung, ey. Weil die auch voll mit so Text gefüllt werden. Ich kann mir so viele Sachen nicht auf einmal merken. Hier gibt es so viel Text. Ja, genau, der Geburtstag. Ich bin auch Da ist ein Ding ausgekommen aus dem Haus. Was ist Schlone von der Begegnung mit Zaloi? Tazzoli. Außerdem wollten wir ein Geschenk machen. でも本人に聞かないでどうやって好みを調べるのさ。なあ、それか手紙に物語が好きだって書いてあったから。人と同じで本をプレゼントするのもありかな。Davon habe ich eine Menge。それじゃあ適当すぎないか？分かっててプレゼントをかぶらせるのって。Warum tut er einen Tag vor dem Geburtstag erst ein Geschenk aussuchen? Das stimmt mit euch nicht. とにかくそんなに悩む必要ないって何もいいのが思いつかなかったらうちの本を上下2冊にばらして半分こすればいいじゃんうちが上をあげるからあんたたちが下をプレゼントすればいいよやばもねひこていで全然よくない適当すぎるだろそれなら別の本をあげた方がいいぞやっぱり直接ニエガに聞きに行こうぜやためていどふわんサプライズにならなくなるのは残念だけど欲しいものをあげられるしな。あ、すみません。そういえば、ニエガが欲しがってた本ってどんな物語の本なんだ？いや、wie sie mich abignoriert hat. Nein, das machen wir nicht. Wer ist hier eigentlich der Anführer? Ich oder du? Da bin ich Spinnerpaimon. ちょっとややこしくて、バージョンが2つあるんだよね。物語の大筋はどっちも一緒で、2人の兄弟が魔王に立ち向かう話。魔王を倒した後。Ich möchte nur mal daran erinnern, die dritte Quest hat noch gar nicht begonnen. Ne? Wir haben noch nicht den Stammesquest Nummer 3 freigeschaltet. Beim letzten Mal war immer noch ein, zwei Minuten schon. Verstehe, alles klar. Der Vokal war zum Leerblock, so wie die Tapferkeit des Stammes. Boom. Mit voll im Blick. Die Macher von diesem Spiel haben mit Sicherheit davon damit gerechnet, dass man alles liest. Was mit der anderen Version?誰かからの助言を受けて急にまたこの動画を売り出そうとしたのか作者が物語を書き直したんだけどそのバージョンじゃ兄と弟が協力して魔王を殺し二人とも生き残るんだよね作者の言葉を借りるとハッピーエンドってやつでも受けがあまり良くなくて発売1ヶ月後も売れなかったんで
Ja, weil die eine schon vorher released wurde, nehme ich an. いまだに新しいバージョンしか市場に出回ってなくて評価が高かった古い方は手に入らなくなったってわけでもだからって評判の悪い新バージョンをプレゼントするわけにもいかないっしょ何日もかけて倉庫を漁ってやっと何冊か古い版の優先的に出てきたんだ。ねえ、まあね、バイドバージョンを引くで、その中から一冊比較的状態のいいやつを選んでカバーもつけてプレゼントにしようって思ったの。これハマった方よかったらあげるよ。ページがボロボロだから読むときは気をつけな。Eine weitere Addition für meine Collection. 新しいバージョンもあげる。この間食アテレスを買ったらおまけでもらっちゃった。そこまでしないと売れない本ってどんだけひどいのか気になってきたぞ。Noch zwei mehr für die Sammlung. そろそろ行こう。ラゾーリおばちゃんの家は集落から遠いから時間かかるよ。あ、jetzt hat erstmal die Quest begonnen。Oh. Na gut, mir reicht's heute. Gott, ich muss ja die Quest nochmal starten, ist klar, ne? Da muss ich da hinten. Na, no. Nach hier schon wieder, ist auch kein Problem. Was ja noch? Boom. Geld. Ah, gib mir das. Dings brauche ich immer. Ah, oh, habe ich sogar hier notiert gehabt. Ich gerade auf der Karte. Na gut. Ich mache einen Schnitt. Wir sehen uns, wenn ich ja weitermache. Also bis gleich. So, weiter geht's mit Xelonens Quest. Ne? Je nachdem, wie viel Text der kommt, mache ich das jetzt hier in ein Stück weiter. Und wenn nicht, dann kommt wieder eine Pause. Also gucken wir mal. Ne? So, wir müssen hier hin. Was gibt's hier? Wen gibt's hier? Dich gibt's hier. Und es ist Tag. Ist genau, was meine ich? Für einige Quests muss ich manchmal zwei Tage lang warten, um die richtige Uhrzeit zu bekommen. Ne? Warum machen die das nicht einfach so? Ne? Ändern die Uhrzeit, sobald ich da bin. So wie in GTA. Hey, yo. What? Wir sind ja hergekommen, um sie zu besuchen. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Naja, die hat Geburtstag, genau. Wir haben dir zwei langweilige Bücher gegeben, ne? So, was? Friss nicht meine Paimon. Kagarigi-no-tami-no-den-tatsu-shi-ni-kiite-mi-tara-kou-yu-yawara-kai-kabano-ga-haya-ってるんだって。だからこれを買ってきた。シロネンは相変わらずね。さあ、中に入って。 ちょうどショコアトゥル水を作っていたところなの。味見していってちょうだい。シロネンは小さい頃、ショコアトゥル水が大好物でね。うちに来るたび、何度もおかわりしていたのよ。何を飲むの？何を飲むの？シロネンがこれくらいの頃、やっとニエガが生まれて。まあ、とにかくまずは中に。おばちゃん、早く家に入ろ。行けって旅人。Okay, er ist schwindig geworden und sie sagt, wie geht? Sicher gerne. Okay. Okay. ごめんなさいね。何日か前にニエガの症状がまた重くなって、看病で数日寝れてない。Deswegen hast du ihr Git gesagt。急に日に当たったら頭が。Verstehe ich immer noch nicht。びっくりさせちゃったかしら。食はつる水を持ってくるから、みんなは座ってて。すぐ戻るわ。もう持ってきてあるよ。はい、おばちゃんの分。こっちはあんたたちの。ショコアトゥル水ってショコアトゥルの種で作るのか？苦いらしいけど。今はスパイマン。実際どうなんだ？食べると
Weißt du, wenn das giftig ist, mir passiert was bei uns. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Oba-chan wa shokoatu rusui o tsukuru toki, itsumo sato o mechakucha ireru kara, sonna ni nigaku nai yo. Schluck. Ihr geht. Mae ni kita toki wa anna ni chiisakatta no ni. Ima no anata wa mou kodama no ko o. Iya, nata o shotte tateru wa ne. Oba-chan chi de nonda drinku to yonda hon no okage da yo. Dann seid ihr also schon lange befreundet. Ist nicht ein bisschen offensichtlich. Sie hat, Robert, sie hat schon zweimal gesagt, als sie noch kleiner war. ご両親には先に帰ってもらって、食はトゥルスイを作って部屋で遊んでもらっていたわね。そうそう。で、カンカンって仕事の音を聞きながらドリンクを飲んでたんだ。Sind doch nicht, ist er nicht noch ein anderes Mädchen, die am Leben ist angeblich? を広げるために集落を出てってからは。Sind so lange Beine, ne? うちも遊びに行かなくなった。Guck mal an, wie lang die Beine von ihr sind. でも、さっきキッチンにドリンクを取りに行ってくれただろ？なんでスイスイ場所がわかったんだ？昔おばちゃんが住んでた家とここは間取りが完全に一緒だから。例えば、あね、あそこがニエガの部屋でしょ。そうそう。あの頃はあの子の寝室にこもって本を読んだり絵を描いたりするのが大好きだったわね。でも今はもう大きくなったからいつ来たくてもニエガのベッドじゃ横になれないわね。Selon ist wie eine Großschwester für sie. Niega muss so mutteiru wa. Skushi genki ga dete kuru to sugu ni. Tegami o kaite kurete iru shirone oneechan wa itsu ai ni kite kureru no tte shitsukoku kiite kuru no yo. Dakara kou shite kitan da tte. Owabi ni prezento made motte kita shi. Hon wa soko ni oitoita yo. Ara, ano ko ga nedatta no? Warui wa ne. Ie ni ite mo enryo gachi de oyatsu da tte kiite kara taberu no ni.あなたにはプレゼントをねだるのね、はあ、厳しく育てすぎたのかしら母よりお姉ちゃんの方が懐かれているわそうなのだったら余計頼りないお姉ちゃんで申し訳ないや病気が悪化した時は何の役にも立てなかったしお見舞いも数えるほどしか来なかったできたのは欲しい本を見つけてあげるくらいだよ自分を責めないであなたには部族の内理士としての重い責務があるんだもの他に気が回らなくても仕方ないわ特に私が仕事を放り出してからあなたの負担はますます重くなったおばちゃんにはニエガのお母さんとしてやるべきことがあったってことは部族のみんなも分かってるってニエガにはお母さんが必要だったそれでも責任を放棄したのかもしれませんそれに今もまだ再びハンマーを握る勇気がないの全部あなたに押し付けてごめんねく空気が重いぞ二人とも元気出してくれよニエガはもう良くなったんだろ心配しないでよおばちゃんうち一人で大丈夫だからさでもニエガが完全に元気になったら戻ってきてそしたら長い休暇を取れるから戻ってきたらバリバリ働いてもらうから覚悟しててよ手も貸してあげない隣で食アトゥルスイを飲みながら応援してるよ Ich weiß immer noch nicht, wie man einen Vogel trinken kann 本当にそうなったらいくらでも食アトゥルスイを飲んでもらっても構わないわ Ist ihr Zustand wirklich so ernst? 前まではこの話題に触れるのも怖かったでも今はニエガがだんだん元のように元気になってきてくれているからあの時のことに向き合う勇気も多少は出てきたわ実はあの子の病気はアビスのせいなのその日の夜は集落で次の米作りに関する相談をしていたすると急に外から警告の角笛の音がして無数のアビスの魔物が集落に奇襲をかけてきたの私を含めた部族の全員が迎撃に出たわ
魔物を撃退した後、部族の守衛と一緒に家に帰って、ニエガが家にいないことに気づいたの。それほど探したんでしょうね。2、3日かしら。結局、そう高くはない崖の下であの子を見つけた。あの子は手に枯れたエンバーコアフラワーを握ってた。そして傷口にはアビスに侵食された痕跡が残っていたわ。私のせいなのよ。ああなる前に米を作ってくれないかとあの子に聞かれたの。当時は仕事で忙しくて、私、エンバーコアフラワーを見つけてくれたらそれを原材料に米を作ってあげるって言ったのよ。ニエガをこの腕に抱えて、どんなに名前を呼んでも目を開けてくれなかったわ。私が米を作るために工房を郊外に移したから、ニエガを一人で家に置いてきてしまったから、私の娘、私のニエガ、どうしてあんな苦しい目に遭わせてしまったのかしら。わあ、wahrscheinlich gar nicht mehr am Leben oder so, ne? Bisschen alles wieder gut. Gummensei. Omoi das Tabini, Kanjo Kontrolle, Dekinaknatjano. Gummensei, ne? Sekaku Kitekreta, Okaksano, Namida de Motenaswakini, Waikanaiwa. Shokuzai Otanon der Kara, Yuhanwa Uchi de Tabete.チュペデカマロネスと魚のミントソースグリル。メインのお料理はタタコスよ。そんなにたくさん一人で作るのは大変じゃないのか。オイラたちも手伝うぞ。グロケレ、ファンミメランスピーグライアン。ラゾーリが作ってくれる料理と全然合わないじゃないか。ありがとう。でも大丈夫。お料理くらいどうってことないわ。あなたたちは食べるのをメインにお願い。私はもう若くないから、そんなにたくさん食べられないわ。モイラたち、ちょうどお腹空いてたんだ。Genau wie bei Mona damals. Die war voll ausgenommen haben. Ich verspreche, der Teller wird blitzblank sein. シロネンはパステルデハイバが好物だったわね。魚のミントソースグリルはやめて、パステルデハイバにしましょうか。確か、魚の骨を取るのが苦手だったのよね。どっちでも、今は魚を骨ごと噛み砕いて飲み込めるから。もう、そんなことしなくても、魚の骨くらい取ってあげるわよ。それと、食後のデザートはグレインカップがいい？それともチョコレート？ショコラーレ。グレインカップ！ショコラーレ。チョコとグレインのみ。わかったわ。さて、料理の準備をするから、少しだけ手伝ってもらおうかしら。Guck bitte, ob meine Tochter noch am Leben ist. 食材がもうすぐ届くはずだから、入り口のところで待っててくれる？届いたら中に運んでちょうだい。シロね、起きなさい。食欲がなくなるから、ご飯の前に寝ちゃダメよ。もう子供じゃないんだけど、食欲もバッチリだってば。子供じゃなくても、ダメなものはダメ。若いうちに体には気をつけておかないと、年を取ってから。わかったわかった、言ってくれって。オイラたちも行こうぜ。すぐそこだし、そんな手間でもないだろう。ですか。あの子ったら。あ、ごち。あ、もういいや、うん、ばっち。Und Zelon ist schon wieder nicht da. Na gut. Dann gehen wir mal hier hin. Ui. Da.
に出れば、すぐに誰かがユムカリオに乗って空から降りてくるって思ったのに。わあ、嬉しい。かがり木の民の伝達師は空から降りてきたりしないよ。普通崖から降りてくる。見なくていいよ、いないから。Möglicherweise hat der Bote sich verirrt. Sutterga! Oi, Omaira! Sumanga, Lazori no Yega Doko ni aru ka shiranai ka? Shokuzai o tadake ni kita no ka? Ich sehe keine Zutaten. Shokuzai? Ayauku ore ga shokuzai ni naru tokoro datta. Mamoru tachi ga otte kiteru. Hanashi wa ato da. Omaira mo tetsudatte kure.Alles klar. Wow. Bei Mann, bei Monstern. Wow. Ich meine, können wir sie spielen jetzt, ne? Na, komm mal her. Ich weiß gar nicht, wie sie eigentlich funktioniert.Ich weiß nur irgendwie, je nachdem, was für Charaktere im Team sind, irgendwie werden ihre Angriffe anders oder so. Ich weiß es nicht. Also nicht. Ich weiß sie sowieso nicht pullen.Angefällt er so gut wie gar nicht. Mann. Aber ja, schon wieder ein falscher Charakter. Weil jetzt fünf Charaktere sind, verwirrt mich irgendwie. Du hast wirklich Pech gehabt, aber was meinst du mir? Wir sind überall Monster-Paibern. Überall. Obwohl, wir für 10 Sekunden, da kommt schon die nächste Monster-Gruppe. ラゾーリのやつ、どうせ米作りももうやってないんだから、集落に戻ってくりゃいいのに。そうすればニエガだって、一緒に遊ぶ友達ができる。あの子はまだあんなに小さいのに、まだ一度も。あ、ニエガの友達？あれ、うちの子、ニエガに会ったことあったよな。確か、ニエガの好きな遊びも知ってるって言ってたような。おかしいな。急に思い出せなくなったわ。おい、こいつも燃焼名国を持ってるぞ。Also mit dem Glück kann es nicht liegen. ショックのあまり記憶が混乱してるみたいだね。早く集落に戻りなよ。食材はうちらで運んどくからさ。こっちはうちが持つから残りはお願い。kein Problem. ありがとね。じゃあ、あとはよろしく頼んだ。今日は出かけるんじゃなかったぜ。なんかおかしいよな。なんで今日会った人たちはみんないろいろ忘れちゃってたの？ Und alle tragen diese Glut-Kristall-Inschriften bei sich. なんていうか、裏があるような。変な感じがする。Nein, Paimon, das ist alles ein Zufall. 長く生きてれば変な日もあるって。とにかく食材を運ぼう。Alter. Man macht sie manchmal so kurze Sätze, aber die Texte sind so lang. Ich rück die nicht weg. Okay. Wieder zurück zum Haus. Da sind auch Gegner. Was zum? Auf dem Weg hierhin sind keine Gegner. Die sind ja sogar noch näher. Was zum?Was meinst du, wir sind keine Kinder? Wir sind wortwörtlich Nachbarn hier. Oh mein Gott. Ugh. Leute.
やっと帰ってきたのね。遅かったからちょっと心配してたのよ。ちょっとしたトラブルがあったけどもう解決した。そう、解決したのならよかったわ。じゃあ夕飯を作ってくるわね。すぐできるからみんな座って待ってて。Okay, jetzt da macht sich an der Arbeit nach einer Zeit. Bla bla bla. Weil man schreit und ich hatte so. Ich sitze direkt neben mir. Wo möchtest du anfangen, Paimon? Mit alles. Okay.お前、魚とかちゃんと噛んで食べたか？そりゃそうよ。魚は骨ごと噛み砕くってさっき言ったじゃん。もう一匹だけちょうだい。あとはニエガに取っとく。いいのよ。ニエガはこういうものは食べられないから、全部食べちゃっていいわ。あの子の体じゃスープしか飲めなくて、こういうのを食べても消化できないのよ。Mach dich sogar nicht mal am Leben.Wir haben ihn noch kein einziges Mal gesehen bisher. Abis の影響は不可逆でね。あの子の状況だと現状を維持するのが限界だってお医者さんが言っていたわ。Well, でも大丈夫よ。今は話もできるし、手をつなぐこともできるから十分よ。たとえあの子が二度と私のことをわからなくても。え？どういうことだ？お医者さんは。アビスがあの子の魂に不可逆の影響を与えたって言ってたわ。それで怪我をする前の記憶を全て失ったんだって。あの子は単純に忘れたのじゃない、過去に起きたことを二度と思い出せなくなったのよ。え、過去に起きたことを思い出せないってどういうことだ？名園の主が記録に使っている織物ウーベンのことは知ってるかしら？忘れるというのはウォーベンが色褪せることに似ているの。塗り直せば色褪せた記憶は再び蘇る。でもニエガはウォーベンの一部を切り落として灰になるまで焼き尽くしてしまったような状態なの。好きだった本や花、この家で過ごした日々のことは全てアビスによって切り落とされた。もう二度と蘇ることはないの。わかりやすい症状で言えば、今のあの子にとって私はお母さんを自称する知らないおばさんにしか見えていないわ。いい子だから一生懸命看病してくれているおばさんを悲しませたくなくてお母さんって呼んでくれているけど、本当はずっと本当のお母さんはどこにいるのか、どうして自分がここにいるのか、もしかしたら本当のお母さんに捨てられたのかもって不安な気持ちでいると思うわ。本当のお母さんはこうしてすぐ目の前にずっと一緒にいるのに、あの子にはもうわからない。だから自分の手でウォーベンを織り直してあげることにしたの？え？知らねえ。一体何を言ってるんだ？それともずっと前からウォーベンの修復は始まってたのかな？Wem gehört sie? 宅配の兄ちゃんのやつだよ。腰についてたからちょっと貸してもらった。全部の答えが分かったらちゃんと返すから大丈夫だってば。安いものじゃないしね。いつから気づいてたの？燃焼名国が部族で流行り出した時期から目をつけてた。その時から名国を身につけてる人の記憶が多かれ少なかれ混乱してるってことにも気づいてた。ああ、いや。旅人たちもちょっとは違和感あったでしょ。ああ、いや。製造技法で作ったアクセサリー。ただのアクセサリーにしちゃ、中の年祖名国があまりにも複雑すぎる。Sieht aus wie so ein Kringel, den du beim Bäcker bekommst. コメノと一緒だし、いくつかメインの流れとかつなぎ方をちょこっといじるだけで、年少名国は。ほとんど古名って言えるものになる。燃焼名国の中にはいつでも起動できる燃素名国が仕込まれてる。
なのにおばちゃんはそれを誰にも話してなかったでしょ。やっぱりあなたには隠し通せないわ。ええ、ニエガの過去の記憶を取り戻す方法はあるわ。とても簡単な方法よ。あの子のために過去の記憶を入れるための米を作ってあげるの。Aber antike Namen müssen vom Vajob genehmigt werden. Wie kann man das nicht akzeptieren? Kome, der die Erinnerungen benutzt, ist alles in einem Schlüssel gespeichert. Und um die Erinnerungen aus dem Schlüssel herauszuziehen, braucht man die Unterstützung des Schlüssels. Aber Oma hat keine Absicht, die Erinnerungen herauszuziehen. So,燃焼名国を使ってニエガのための巨大記憶データベースを作るつもりなんだ。そうでしょ。コメを作るのは記憶データベースから記憶を抽出するのにコメが必要だから。記憶のデータベースを作る？ちょっと待ってくれ。ってことは急にみんないろいろ忘れちゃったのは燃焼名国にニエガの記憶を持っていかれちゃったからだったのか？Auch wenn ihre eigene Vergangenheit vergessen hat, wurde ihr Leben dennoch von anderen wahrgenommen. Ich habe keine Kyoko zu katen, Niega no Kako ho kansuru. Nakanaka zanshin na yarikada. Mo, watashi no kangai nante omitoshi ne. Shirone wa mukashi kara hontou ni yūshū da wa. Weißt du, Axel von Kingdom Hearts? In Erinnerung der Leute werde ich ewig leben. Deswegen sagt er auch immer: Kannst du dir das merken? Got it memorized. Ja, glaube ich nicht eine Sekunde. Man hat doch gerade gesehen, die tun die Erinnerung verlieren. Also es scheint ja doch die Leute zu schaden. これからニエガが持つことになる米なの。これ全部ラゾーリが一人で作ったのか？Trotzdem eine gewaltige Aufgabe für dich allein. たくさん頑張ったわ。おかげでとても疲れちゃった。年を取りすぎたのかしらね。あなたたちも見たでしょう。日の光にちょっと当たっただけで倒れそうになっちゃうのよ。もしかしたら明日、いや今すぐ倒れてしまうかもしれない。でもニエガの米はまだ完成してない。Wir haben sie noch kein einziges Mal gesehen. Die ist sowas von tot. Wir sehen immer nur die Tür. Normalerweise zeigst du dann einen Charakter irgendwie wieder im Bett liegt oder so, selbst wenn er nicht aufsteht. Ich glaube sowas von, dass das Kind tot ist. Wir haben sie noch nicht ein einziges Mal gesehen. Immer nur die Tür. Weil normalerweise würden die ja, selbst wenn jemand irgendwie im Koma ist oder so, würden die ja die Person zeigen, ne? Wie so ein Bett am Liegen ist oder so, ne? どうして自分の名前がニエガなのかさえ忘れたまま、自分がどこから来たのか、どこに行けばいいのかもわからないまま、一人で孤独に世界をさまようことになるのよ。あの子は私が名前をつけた、私の娘。母としても、内理師としても、あの子の名がこのまま失われるのを見ながら、ただ手をこまねいているわけにはいかないわ。Lass sie selbst entscheiden, was sie tun will. 中枢名国は持ってくよ。バラバラにして構造と具体的な用途を確かめる。それが分かるまで何も言えない。ニエガにお休みって言っといて。あの、ちょっと待って。旅人さんとパイモンちゃんに作った名国が完成してるから、取ってくるわ。Von dir nehme ich nichts an. Geh weg.Ich traue der Alten nicht. それはおばちゃんがしまっといて。旅人とパイモンはニエガに会ったことないから、記憶は抽出できないよ。や。そんなつもりは。これはただのお礼よ。
受け取って。お。お、何の音だ？ニエガが起きたのよ。あの子ったら、また一人でベッドを降りようとしているんだわ。Okay, vielleicht ist sie doch noch am Leben. 先にあの子の様子を見てくるわね。Dann wäre meine zweite Vermutung, dass sie irgendwie ein Monster ist oder so. So wie dieser, wie heißt der Kalibert hier? Dieser Helikjol hier, der irgendwie. Dieser eine, der sich in den Helikjol verwandelt hat. Irgendwie so. Also es wird irgendeinen Grund geben, warum wir sie nicht sehen. Ja. Wenn wir noch am Reden müssen, dann... Ah, okay, jetzt hörst du natürlich auf. Ich brauche diese Dinger immer. Da, nur einer. Okay, einer. So, ja, ich muss hier runterspringen, ne? Oh Gott. Oh, einer. いるもの取ってくるから外で待ってて。中は散らかってるから案内はやめとく。Ein bisschen durcheinander gefällt mir am besten。誤解誤解。汚いから恥ずかしくて見せられないとかじゃなくて、本とか書類とか、名園の主からもらってきた転籍とか。物で溢れててさ、びっしり天井まで積まれてるから足の踏み場がないって意味。一回資料を調べるのに夢中で鍵をかけ忘れちゃったことがあってさ、カチーナが入ってきて大変な目にあったらしいんだよね。工房に入ったら速攻巨大な名園の主のウォーベンに驚いて、振り返ったら今度は炭造図の本の山をひっくり返して。あ、カチーナ。今度は後ろの図面ケースにつまずいて転んだところに分厚い炭造図の本がすっごい勢いで頭に落ちてきたんだってさ。What? Das muss getan haben. なんとか。あ、違う違う。Lebt sie noch? してたみたいで、小玉の子の部族死に埋もれそうになってたよ。ちょうどうちが気づいて手遅れになる前に2階に引き上げたからよかったけど、あれから。カチーナはうちに来るとき絶対中に入らないんだよね。ich dachte, der Werkstatt wäre voller Werkzeuge. シロネは職人だもんな。オイラも工房の中は武器とか鎧とかでいっぱいなんだと思ってたぞ。でもそれなら工房っていうより図書館みたいだな。ま、うちの本職は米作りだしね。米を作るのってめっちゃ大変だよ。剣とかクワと違って必要な技法の参考書の他に転籍もいろいろ読まないとだし、あんたたちも知ってると思うけど、米は何らかの精神を表すものなんだ。つまり精神を反映する無数の自責を伴うのが普通。もっと簡単に言うと、米の本質はある種の精神の具現化だってこと。米の内理師として新しい米を作るとき、作業としての鍛造だけをやって終わりってわけじゃない。米が表す精神を明らかにする方が大事なんだ。でもって精神を明らかにするには関係がありそうな物語をできるだけ集めて全部に目を通すしかない。でも人って自画自賛するとき結構話を持っちゃったりするじゃん。明らかに持ってたりアレンジが入ってたりしそうな物語があったら、今度はその物語に関係ありそうな物語や資料を芋づる式で探してきて、集まったものを照らし合わせてみるしかなくて、それができてやっと物語の装飾部分を剥ぎ取って真実に近い状態に戻すことができるわけ。真実の物語からしか真の精神は見つけられない。それを見つけてようやくうちらはその核を米として具現化させることができるの。米の原理は聞いたことがあったけど、改めて詳しく説明されるとなんだかすごいな。Sie doch nur noch mächtiger werden。いくらすごい米でも武器に変身したり拳で山をぶち抜く力を授けたりは無理だかんね。
あくまで代々引き継がれる精神の力だから、そういう分かりやすい効果はないの。例えば二人の名前もそう。生まれた時から誰かが二人に祝福を用意してくれてた。その人は祝福を名前に集約して二人に与えた。二人が名前を授かったのは過去の出来事かもしれないけど、その名前は二人と一緒に未来に向かって歩んでくれてる。名前は過去に立つ人々が未来に送る祝福。ラゾーリおばちゃんが昔教えてくれたことなんだけどね。名前っていう祝福が一緒にいてくれることで、人はより安心して未来に進めるんだ。ほら、wenn dein Name zum Beispiel Orochimaru ist, dann musst du irgendwas mit Schlangen zu tun haben. Kannst dich nicht dagegen wehren. Dein Name ist Naruto, du musst irgendwas mit Drehungen zu tun haben, ob du willst oder nicht. Okay, bei Naruto macht das vielleicht noch Sinn, weil Minato ihm den Namen gegeben hat, ne? Wahrscheinlich. Oder Kushina. Aber Minato bedeutet ja auch irgendwie was mit Drehung oder so, ne? Davor existierte halt Rasengan ja noch nicht, ne? Ach, komm schon, du wirst ja immer zuerst müde, wenn wir unterwegs sind. Auf Heimat. Versuch wenigstens nicht so viel zu futtern. それが内理士になる訓練を受けた時にラゾーリおばちゃんから教わったこと、正直うちは2割くらいしか理解できてないけどね。それほとんど分かってないじゃないか。いや、少なくとも一番大事なところについてはおばちゃんと同意見だから。 Jeder hat einen Namen und jeder hat ein Schicksal。 残りは後で。ここで待ってて、取ったらすぐに戻ってくるから。Nun öffnet die Tür und betritt der Werkstatt. Von drinnen hört er ein brummendes Krachen, gefolgt von einem quälenden Knarren und Quietschen. Nach einer Weile kommt Zelon mit einer Kiste in den Armen herausgestürmt. Sie dreht sich zu und tritt die Tür zu und es stickt so aus Geräusch des herabfallenden staubbedeckten Büchern. この粘足錆のセットが奥に埋まりすぎて楽に取り出せなかったから、ちょっと力技を使うしかなくってさ。さて、中枢冥国を分解しに行こう。そんなに時間はかかんないはず。 Das sollte nicht lange dauern. Genshin. Dieses Wort will ich nie wieder von Genshin hören. So, wir müssen da lang. Da werde ich aber noch.Den Rätsel, nee. So, lass mich mal hier meinen. Ich habe mich auch hier teleportieren können. Eigentlich kurz hier heilen. Boom. So, Zuita, ここだよ。高い崖だな。どうやって分解するんだ？あの山のてっぺんから。Ich bin mir sicher, Xelon weiß, was sie tut. この崖の面に粘素を刻印して、中枢冥国の内部構造を調べるよ。さてさて、ちゃんと起動できるかな。前回使った時はまだ見習いだったんだよね。コメの内部の粘素冥国を作る時は、先に崖や空き地で同じ構造の冥国図を作るの。で、粘素がちゃんと冥国の脈動を通れるなって確認してから、コメの内部に小型の脈を刻むんだ。中枢冥国に損傷を与えずに分解するにはこいつを使わないと。巨大な冥国図を手で刻みたくないしね。え？それじゃあこの冥国を壊さずに中を調べられるのか？まあそんなとこ。普通の未完成のコメの殻なら直接こじ開けて粘素で中の冥国を押し流せば何でもわかるんだけど、この中枢冥国は
まあ、勝手におばちゃんからのニエガへの祝福を壊すのも気が引けるしね。このチェス名国ってシロネンが理解してる2割に入ってるのか、それとも分かってない8割の方か。 Es gibt eine 80%ige Chance, dass sie zu den 20% gehört. 大丈夫だって。Was? 一番大事なとこについてはおばちゃんと同意見だって言ったっしょ。うちもおばちゃんも名前自体に価値があるってことは認めてる。名前があってこそ物事を分類して数えることができる。だからこそ世界は整理されて理解できるものになるんだよ。例えば鉱石を注文する。Das ist die gleiche Argumentation, die ich immer benutze, wenn jemand fragt, oh, ist ein Hotdog ein Sandwich? Nein, ein Hotdog ist ein Hotdog. Warum denn? Ja, keine Ahnung, weil es jemand so genannt hat. Weil er Erfinder des Hotdogs den Hotdog genannt hat. Brot, Würstchen, Würstchen. Das Ganze ergibt Sinn. Wird mir wortwörtlich erklärt, was Namen sind? Du legst Wert auf Effizienz. どうせ今集落にいないし行っちゃおっか。もうちょっとわかりやすく言うとね、コメを作るのは本質的にはナタの歴史上の英雄たちにあだ名をつける営みなわけ。Für mich, ich fühle gerade, als würde diese ganze Information, die ich jetzt über antike Namen und so bekommen, die hätten alle irgendwie in so ein Buch reinpassen können, da man in-game hier irgendwie lesen kann, falls man sich darüber informieren will. So wie in Honkai Star Rail, da gibt es so ein Glossary, wo man irgendwie Begriffe nachgucken kann. Als ich mich letztes Mal gefragt habe, was Emanatoren sind, da konnte man das in Honkai Star Rail nachgucken, ne? Da gibt es in dem Spiel so ein Glossar, wo man das nachgucken kann. Die Informationen, die wir hier alle bekommen, ich fühle, als könnte man die Sachen hier alle irgendwie in so ein Buch reinpacken, dass man in Game spielen lesen könnte. Spitznamen sind doch dein Spezialgebiet, Palmer. Worauf ich hinaus will, ist, diese ganze Information will ich irgendwie in ein Buch gedruckt bekommen in diesem Spiel, falls ich darüber was herausfinden will. Und nicht in einem 20-minütigen Cutscene, wo mir ein Charakter das erklärt. Tony Tiger. Er sollte aber gut werden. Schmidt. これから年数いじりしてくるから、まあ見ててよ。ファンパイマンス、スピッツナーのリグウッド。ウォー。あ、そっか。もしやばす。いや、見やかまんや、glaube ich、hier。いや、見やかまんや、よ、ほうけ。誤差は許容可能。あ、sie verwandelt sich in einen Tiger oder...Jago oder irgendwie so. Aber wie gesagt, Kachina kann halt auch. Also, oh. Fehlt denn oder was?Ja. Papierflieger. Ist das die Kraft der Kinder der Echos?
あれはこの粘素を入れた靴と粘着反応のおかげ。でもさっきので入ってた粘素をほとんど使い切っちゃった。次からは予備の粘素管も持ってくるか。Sag mir nicht, sag mir ja nicht, dass du tatsächlich von Kopf bis Fuß in Arbeitsausrüstung steckst. Ah, ne. 使えそうなやつは全部。今度時間があったら装備を紹介してあげる。今はまず目の前の仕事に集中しよう。どれどれ。アンカーの一番から濃度3の粘素でアクティブカット。パピアフリガ。Bleibt da jetzt immer da dran? Wollt ihr das Ding nicht erstmal überprüfen, bevor ihr es benutzt? Rennzeit lässt der Phlogistonbeschuss nach und endet. Zentrale Inschrift verlangt zurück, gelangt zurück in Zylons Hände. Das heißt dann wohl. Na, ne. Aber, die Schlüsse und die Schlüsse sind. Ah, ich habe doch nicht gesagt, dass ich nicht mehr so viel Schlüssel habe. Ich habe nicht gesagt,聞かなくても事実は変わらないけどね。それと話す前に旅人に一つ質問がある。記憶の抽出についてどう思う？Das ist nicht ganz richtig。やっぱあんたもそう思う？それなら話が早い。前提の説明とか昔から苦手でさ。まず記憶の抽出には制御できない要素が多すぎる。技術的な観点から見れば冥国の作動範囲をもっと広くできる可能性が高い。おばちゃんの体は耐えられないだろうけど、協力者がいれば冥国を使ってもっと大掛かりなこともできるはず。協力者ってなんかラゾーリが悪いことをしてるみたいに聞こえるぞ。ここからいい知らせね。燃焼冥国は確かに犯罪にはうってつけの道具だけど、今んとこ協力者はいないっぽいし、冥国の力を乱用してるってこともなさそう。つまり客観的に見て燃焼冥国を使った犯罪が存在するかは一旦結果待ちってとこかな。で、悪い知らせは燃焼冥国には看過できない問題があるってこと。前も言ったけど、コメイは大霊の力を借りる装置なんだ。コメイの所持者は大霊の力を使って地脈から情報を読み取ることができる。大霊は中継機みたいなもんで、コメイの所持者が地脈に含まれる情報を感知するのを助けてるってわけ。大霊の力を借りないで他の道具も使わずに地脈から特定の物語を見つけようとするのは、大河の本流から特定のサイズの砂粒を拾おうとするのと同じこと。Doch bevor du überhaupt das Sandkorn erreichen konntest, würdest du wahrscheinlich ertrinken. そういうこと。そんなことになれば人は魂が抜けちゃったみたいになるか、気が狂ってずっとブツブツつぶやき続けるようになるか、どっちかだろうね。さて、おばちゃんが集めた記憶が地脈だとすれば、ニエガはその地脈で唯一コメを持ってる人ってことになる。おばちゃんが何の道具も持たせずにニエガを記憶の大河に放り込むはずがない。そんなことをしたらあの子は膨大な記憶に流されちゃうからね。とはいえ、すべての記憶を失ったニエガは、たとえ道具を使っても、自力で正しい過去までたどり着けるはずない。ニエガの過去をフィルタリングできるのは、おばちゃんだけなの。だからうちは、おばちゃんが本当にしたかったことは、ニエガの大霊になって、必要な時に記憶の抽出を手伝うことなんじゃないかと思う。理想的な状況なら別に問題ない。Ah, wer hätte Schlimmes am Laufen ist hier. War schon verdächtig, als sie gesagt hat, oh, ich klaue die Erinnerung von Leuten. Da hätten schon alle Alarmglocken läuten müssen. Tada. Oba-chan war Tairei, ja, nein. Ano Karada, ja.
もう長くは持たない。Verstehe. でも、そんなのどうやって解決すればいいんだよ。どんな方法を使ったって、ラゾーリは。Sie hat sich bereits entschieden. 名前は、過去に立つ人々が未来に送る祝福。うちも決めた。おばちゃんに会いに行こう。Wir müssen die Alte aufhalten. Lass mich raten, die ist schon irgendwo hingegangen und hat irgendwie jetzt irgendwas Komisches am Stecken, ne? Bevor wir wetten, die ist jetzt wahrscheinlich irgendwo jetzt gerade unterwegs, ne? Und versucht jetzt irgendwie, weil nicht selber irgendwas zu machen, ne? So läuft das doch normalerweise ab. Sie wird nicht zu Hause sein. Und ja. Mal gucken. Oder sie wird sich mit irgendwelchen anderen Leuten hier zusammengetan haben. Irgendwas ist jetzt passiert, ne? Ja, aber lass mal schauen. Vielleicht lassen mich ja überraschen von Genshin Impact. Ne, sie ist noch da. Okay. Shirone, もうどうするか決まったみたいね。うん。これはうちの研究をまとめたものだよ。中枢冥国のコントロールを調整する参考になると思う。燃焼冥国の改造、うちも協力してあげる。でも、代わりにすべての冥国の管理と、使用時の監督はうちがさせてもらうから。それと、冥国が汲み取れる記憶は、ニエガの過去に限定すること。期間については、また後で一緒に話し合おう。もし範囲を超える記憶の抽出が分かったら、犯罪行為としてみるよ。その時点で、燃焼冥国に関することは全て中止。あと、データベースの作成が終わったら、すぐに燃焼冥国の抽出機能を停止し、出力機能のみにして。ええ、約束するわ。ありがとう、シロネ。本当に。おばちゃんも知ってるっしょ。うちってこういうのに弱いたちだって。助けが必要なら、言ってくれればよかったのに。Das ist immer noch gut. Wir klauen die Erinnerung von Leuten. Ist das nicht ein bisschen krumm, was wir hier gerade machen? Oder habe ich da wieder falsch verstanden? Wie 80% in diesem Spiel. さて、まずはテーブルを片付けよっか。とりあえずプランを立てないとだね。どうやってニエガに燃焼冥国をコントロールさせて記憶を抽出させるか、じっくり考えないと。そういえばおばちゃん、あの本はニエガにもう渡した？いえ、まだよ。せっかくニエガのために用意してくれたプレゼントだもの、そんなあっさり渡したらもったいないじゃない？綺麗な箱に入れておいたわ。誕生日当日のサプライズにしようと思って。え、ただの古い本だし、そこまでしなくても。あ、まあ、ニエゴがまた起きたのか。今回は随分と大きな音だな。Ist Ihnen gefallen? まるで何かが床に落ちたみたいだったぞ。Entschuldigung, ist Ihnen gefallen? だとしたら大変だぞ。早く見に行こうぜ。ニエが大丈夫？シロネン、お姉ちゃん。Sie existiert wirklich. Warum werden ihre Augen verdeckt? 何度も言ったでしょ。ちゃんと休んでなさいって。昨日まで熱があったのよ。おはよう、ニエが。おはよう、シロネン、お姉ちゃん。Okay. ありがとうね。何回も読んじゃった。お、何回も？でもさっき本は箱に入れたって言ってなかったの？ Warum wurden ihre きっとまた思い違いだわ。この子が読んだのはシロネンが送ったものじゃなくて、私が買ったものよ。数日前、どうしてもその本が欲しいって言われてね。本には詳しくないけど、ダメ元で集落の中を探してみたので、やっと一冊見つけたから、それを買ってこの子の部屋に置いといたのよ。けどその後、
ニエガが急に高熱を出して、私も看病に追われてね。そしたら本のこともシロネンにプレゼントをねだったこともすっかり忘れてしまったみたい。おばちゃん、その本ってどっちのやつ？どっち？確か本を売ってくれた店主はハッピーエンドの方だって言ってたはずよ。今買えるのはそれしかないって。はあ、私のせいでモラを無駄遣いさせてしまったわね。それどころかサプライズも台無しに。いいって、たかが本だし、ニエガが喜んでくれてるならそれで十分だから。ニエガはまだオイラたちのことを知らないよな。オイラたちはパイモンお姉ちゃんに旅人お兄ちゃんでしょ。 OK、 jetzt wird's verdächtig。 お母さんから聞いたよ。オイラたちのことを知ってくれてたのか。Hallöchen。 今日は何か unsere Erinnerung geklaut。ずっと引きこもってたみたいだしさ。 Das was hier gerade passiert。 ニエガを連れて近くを散歩してくれた。 Ich traue dem ganzen Rat nicht。 Wir müssen mal deine Temperatur。 散歩ね。 でもニエガの体じゃ。 大丈夫だっておばちゃん。 うちと旅人がいる限り、 ニエガの心配はいらないから。 もちろんそう遠くまで行かないよ。万が一何かあったらすぐ医者に連れてくし、それにもうすぐこの子の誕生日っしょ。その買い出しにちょうどいいんじゃない。当日はドーンと祝ってあげないと。どうかな。お母さん、私走り回らないって約束するよ。この間も言ってたでしょ、もっと新鮮な空気を吸わないとって。仕方ないわね。分かったわ。ちょうど修理の終わった燃焼名国を集落へ届けに行くから一緒に行きましょう。あ、ちょっと待っててくれる？ニエガの水筒とタオル、あとお薬を持っていかないと。それと日傘も。Ich kann den Namen nicht aussprechen. Den kann ich halt nie auslesen, ne?Mit all den Zeug könnten wir auch zelten gehen. Korobane Saki no Tsue yo. Sate, ikimashou. Niega, chanto iko ni suru no yo. Shironen onee-chan tachi ni meiwaku o kakenai you ni ne. Nimotsu wa uchi ga motsu yo. Niega mo enryou shinakute ii kara. Nanika attara sugu itte yo. Kodomo no koro, uchi mo sanzan oba-chan no sewa ni natta shi. Hi, sou da zo. Sekkaku no odekake nan da. Omoikkiri hane o nobasanai to na.Wenn ich als Kind ein bisschen Unfug treibe, dann hast du später nie wieder Gelegenheit dazu. Ach, warte. Okay. Okay.Ich hatte mir mal hier notiert. Ich habe ja immer noch nicht nachgeschaut, weil ich ja hin musste. Von der Quest her. So. Ey, yo, was geht? Ach, du bist ja auch die aus der anderen Quest. Glaube ich. Oder habe ich schon in der Quest gesehen? Das ist ein paar Tage her. お散歩ができるようになったんなら、もう少ししたらチャニルたちとも一緒に遊べるんじゃない？そうなるといいわね。今日はこれを持ってきたの。はい、修理を頼まれてた名国よ。わざわざ届けに来てくれたの？ありがとう。そうだ、この間いい鉱石を見つけたから、ニエガちゃんに綺麗なアクセサリーでも作ってあげて。トシコ、キラキラする指輪を見るたび喜んでたよね。でしょ、ニエガちゃん。きっと喜ぶわ。ありがとう。気にしないで。ちょっと待ってて。鉱石を持ってくる。Weiß nicht, warum ich gerade an Final Fantasy X-2 denken musste. アクセサリー。Ja, Chocobo Thema. Ja, auch immer so. What? Er ist irgendwie so eine Frau am Rumschreien im Hintergrund. Es liest. エンバーコーフラワーがいいと思うわ。この子エンバーコーフラワーの形の子名が欲しいって前からずっと言ってたから。オッケー。じゃあ来年の誕生日プレゼントはこれで決まり。
ごめん、ニエガ。これじゃあサプライズ感がなくなっちゃうか。ううん、大丈夫だよ。知らねえお姉ちゃん、ありがとう。あったあった。お待たせ。さ、受け取って。そうだ、ニエガちゃん。今度また鉱石のことを知りたくなったら、手紙でも何でもいいから、いつでも聞いてちょうだい。この前、いきなり火山小石が欲しいって手紙をくれたでしょ。あの時はびっくりしたよ。あ、迷惑をかけてごめんなさいね。体調が良くなってからあれこれ興味を持つようになったのよ。体が弱いせいで自由に外を歩けないでしょ。だから部族のみんなに手紙を送っていろんなことを聞きたいっていつもねだってきて。何せ小玉の子の子供だからね。鉱石を好きになるのも無理ないって。なんだかいい感じだな。新しい方の勇敢な手食いの主人公みたいに、もうすぐ家族のリマークを救えそうな雰囲気だぜ。物語だと、オイラたちは今テクイは山と炎の女神にこの心と血を引き換えに弟の名を伝承させてほしいと祈りを捧げた。すると女神は、あなたの祈りは届いたわけれど、あなたの弟はもう血縁者ではなくなり、その名もすでに奥深くまで落ちてしまったと答えた。そしたらテクイはこう言った。我の血を炎に変え、我が心で奥底まで照らそう。この血尽きる前に弟を連れ戻してみせる。おお、ニエガって記憶力がいいんだな。オイラも覚えてるぞ。本人は確か。Ich sag doch, sie klaut unsere Erinnerung. Du hast es vergessen, da warst du es doch gerade erst gelesen, Paimon. Die hat uns irgendein Zeug angedreht, womit wir unsere Erinnerung verlieren. Deswegen wussten die auch unsere Namen. Die klaut unsere Erinnerung. Sie merkt es.Oh, Leute, es ist super offensichtlich, was hier gerade passiert. Nicht das Ende, andere Ende, von dem sie gesprochen hat. Stecken auch Hanna Schnee. Demo, so nani hayak yomare chauto, konja nere meini okasan ga yonde agerarele honga nakunat chauwa. Mata kondo dowa no hongo katta agere kara, kyo no yoru wa gaman shite chodai ne. Wakatta, okasan. Und wie ist das Herz? Nakanaka jōmono da yo. Nainen no Niega no tanjōbi ni wa.丈夫で綺麗なアクセサリーをあげれそう。でも今は今度やる誕生日会の方を優先しないとね。で、次はどこ行くの、おばちゃん。次はアポパロンのところね。すぐそこよ。おいで、ニエガ。あんまり離れないようにね。うん。お母さん。Komm schon, Leute, es ist etwas offensichtlich, was hier gerade passiert. Seid doch nicht alle so dämlich.Hier rein, nee. Uns passen doch Charaktere auch alle blöd auf. Wir merken jede Kleinigkeit. Ich kann meine Stirn nicht sehen. Das ist das. Das ist das.いつも通り割引するぜ。
Was mit diesen langen Pausen die ganze Zeit?内入りとして部族のために尽力してくれたからな。割引くらい当然さ。いつもありがとう。はい、あなたの燃焼名国よ。治ったから持ってきたの。おじさんにお礼を言ってちょうだい、ニエが。おじさん、ありがとう。ひょっとしてニエガちゃんか。ラゾーリから写真を見せてもらったことがあるよ。元気そうでよかった。よし、店にあるものを何でも一つ選んでくれ。おじさんからのプレゼントだ。ありがとう。でも大丈夫だよ。もうたくさんのものをもらったってお母さんに聞いたから。あれは君の家に送ったものさ。君自身にはまだプレゼントしたことないだろ。あ、もしかして照れてるのか。ならお母さんに代わりに選んでもらったらいい。おばちゃん、せっかくだし選んであげたら。アポパロンが作るドリルと小型ピンセットってどれも質がいいしサイズも正確なんだよ。それにめっちゃ頑丈だし。給養の時はうちもここで買ってんだ。そうだ、子供用のハサミはまだ残ってる？いくつか種類があったでしょ。ああ、まだ少しあるぞ。裏に置いてあるから欲しいなら持ってくるぜ。手間かけちゃうし、それなら直接裏に行って見てくるよ。おばちゃんも行こう。そう時間もかからないからさ。でもそういうのには詳しくないし。シロネ、あなた一人でも。ハサミの模様とか種類とかいろいろあるし、一緒に来てよ。ニエガが一番好きそうなものを選ぶ自信がなくてさ。ね、すぐ終わるから。Sie macht irgendwas, wenn sie weg ist. Vorhin war sie ja weg. シロネのやつ、ラゾーリを引っ張ってハサミを見に行っちゃったぞ。世話しないやつだな。Warten wir einfach hier auf sie. ちゃんといい子で待ってるよ。ねえ、バイモン姉ちゃん、勇敢なテクイの中で一番好きな登場人物って誰？もちろんテクイ。Das weißt du doch schon. Das weißt du doch schon. Frag mich nicht. Geh raus aus meinem Kopf. 古いバージョンだと結局家族と一緒に暮らせないけど、最後までめげなかったあいつはすっごくかっこいいと思うぞ。Er ist ein tapferer Kerl. Ich bin Remarque. Oh, ich bin ein Koatoriquen. 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 Ich bin ein KoatoriquenBoah, Paimon gewöhnt sich an jedes Detail. Das habe ich nicht gesagt. Steht einfach darauf, epische Zeiten zu rezitieren. Onii-chan, ich Chibo's Koatoriquen machen kann?Das Getränk gerne. Chibo hat Remark gegessen und ist in seiner Form verwandelt. Das war die alte Version, Paimon. Ah, so war das. Niega hat den Happy End gelesen. Spoiler, Paimon. Im Endeffekt wurde Koatoriquen getötet und Remark und Tekui überleben beide. Na, was für eine Geschichte wir machen.違うのは最後のセリフだけだし、ニエガは好きなセリフを言っていいぞ。オイラは両方とも読んでるし、マイクと合わせてやるぜ。私が一番好きなのはラストのあのセリフなの。ニエガ、こっちに来てくれる？まあすごい汗じゃない。大丈夫？お母さん、ほら拭いてあげるからじっとしてて。さ、お水も飲みなさい。この子ったら遊んでるとつい夢中になっちゃうんだから。プレゼント選びはバッチシだよ。アポパロンが包んでおばちゃんの家まで届けてくれるって。二人はニエガと遊んでた感じ？いいところだったのに。
Sloan, hast du uns absichtlich mit dir allein gelassen? Scheint, als ob sie jetzt etwas sagen will. この件は一旦忘れてくれる？今はうちを信じて、まだ手を出さないでおいて。ああ、まん。おばちゃん、次で最後にしよっか。今日は暑いし、ニエガを長時間外にいさせるのも良くないっしょ。そうね。最後に長園のところに行って帰りましょうか。 Was hast du mit dem armen Kind gemacht? Da rein. Oh, da. チョウエン、燃焼名国を直したわよ。特別に補強もしてあるから、もうそう簡単に壊れたりしないわ。 助かったよ。あの火山礎石はどうだった？使えそう？ええ、十分よ。ありがとう。礼なんていいって、ニエガちゃんが元気になってくれたらそれでいいから。ありがとう、長園お姉ちゃん。まったく、親子揃って律儀なことで。あれほどの燃焼名国を作るには 相当功績が必要だと思ってたけど、長園さんがラゾーリおばちゃんの共犯者だったってわけ？あ、シロネン？うちらもあんたと同じ。え、ウィザーズの人たちと同じ。ヒヤッとしたよ。チクられるのかと思った。もしパカルに知られでもしたら大変だろ。 Is that überhaupt in Ordnung, dass wir hier so was machen? 正直なところ、もう隠しきれそうにないんだよね。しょっちゅう遠出してるし、鉱石のストックも急激に減ってるから。前にパカルにも聞かれたんだ。その時は新しいアクセサリーを考えてるせいで、鉱石を大量に使ってるとしか言えなくてさ。遠出する時は新しい鉱脈を見つけたから宝石を採掘しに行ってるって誤魔化してる。おっと、ごめん長々と。 さ、入ってちょうだい。ええ、少しだけ休ませてもらうわ。あの、長園お姉ちゃん、あそこのアクセサリーを見ててもいい？イミッシュのところにあるやつ？いいよ。でも、あんま日に当たらないようにね。オイラも、なあ、ニエガと一緒に見に行こうぜ。ナタのアクセサリーをじっくり見たことなかっただろ？ いや、本当か？それならよく吟味しないとな。おばちゃんもしばらくアクセサリーなんて買ってないっしょ。見てみたら。うん、全然しょびらめ。ニエガ、こっちこっち。オイラたちアクセサリー選びの経験がないから。 一緒に見てくれ。お兄ちゃん、私、ニエガおいで。ああ、マン。ごめんね、長園。シロネン、もう遅いし、そろそろおいとまさせてもらうわ。ニエガの誕生日まであと少しでしょ。だからやることがたくさんあって。ああ、気にしないで。 一番綺麗なアクセサリーを持って、ニエガちゃんの誕生日を祝いに行くから。お母さん、私。また熱が上がってきたわね。さ、おんぶしてあげる。早く帰りましょう。まったく遊んでるといつも体のことを忘れちゃうんだから。帰ったらお説教ね。<笑> 私は別に言い訳を教えた覚えはないわよ、ニエガ。ごめんなさい、お母さん。ただ、ニエガがこっちを見てるぞ。なんかおかしくないか？どうしたらいいんだ？Ganz ruhig, Paimon. 今日は楽しすぎてついはしゃぎすぎちゃっただけでしょ。しょうがないって。
おんぶはうちがするよ。おばちゃんだって体の調子が良くないんだし、無理しないで。家までおんぶしたらベッドで横になる羽目になっちゃうよ。大丈夫よ、これくらいなら。さ、ニエがお家に帰るわよ。Lehnt eure Erfahrung vielleicht nicht. Da kann auch kein Mensch so schnell lesen. Da nehmen wir sie jetzt fest oder nicht? Kyo wa watashi tachi oyaku ni nagai koto tsukiatte kurete arigato. Shiro ne, tabibito san, Paimon chan.ニエガの誕生日会にはぜひ来てちょうだいね。ええ、ニエガももう寝る時間だし、今日は失礼させてもらうわ。そうだね。おばちゃん、うちが買った勇敢なテクイをニエガにあげるのを忘れないでよ。探すの大変だったんだから。はいはい。あなたの頑張りを無駄にするはずないでしょ。白年お姉ちゃんがくれた本には特別な意味が込められているから、ニエガも大切に保管するわよね。でしょ、ニエガ。うん。ありがとう、白年お姉ちゃん。ん？保管するだけ？読まないの？この童話は何回も読み聞かせてきたもの。ニエガったらセリフだって全部覚えているのよ。だったら大丈夫だよ、おばちゃん。だってうちが用意した勇敢なテキはニエガの知らないやつだからね。他とは違う本なの？まあそんな大差ないけど、ただ物語の結末がおばちゃんが買ったやつと少し違うの。うちが渡した勇敢なテクイは改訂される前の古いやつなんだ。出版されたのはニエガが病気になるよりずっと前。シロね、いつからそんなに童話に興味を持つようになったの？Wir machen ja einen Death Note gerade。うちはただ疑問に思っただけ。もしおばちゃんの言うニエガの症状、つまり病気になる前のことを何も思い出せないってことは、絵の方が狂うね。古いバージョンの勇敢なテクイの結末もニエガが忘れてしまう過去の範囲に含まれてるってことでしょ。言い換えれば、もしニエガが古いバージョンを病気になってから読んでなければ、もちろんその結末も知るはずがない。ちょっとわからないのだけれど、たかだか物語の結末にどうしてそう引っかかっているの？この子が覚えていたら何が証明されるのかしら。私の知らないところでニエガがこっそり抜け出してどこかで古いバージョンを読んだ可能性もあるでしょ。だね、その可能性は否定しないよ。病気になった後のことはニエガも覚えてられるし。じゃあ聞きに行こっか、集落のみんなに。ニエガが自分のところに来たかどうかを。うちらの部族で本を売ってる店なんて指で数えるほどしかないでしょ。それかどこで読んだかをニエガ本人に聞くのでもいいけど。集落の人は名刻を持っているし、もしかしたらそれに関する記憶も。つうことは燃焼名刻がここ最近のみんなの記憶に影響を与えたってことだよね。おばちゃん、前にも言ったっしょ、そういうことをしたら犯罪行為として見る。その時点で燃焼名国に関することは全て中止だって。家に他にも本があるのよ、きっと。その血を焼き尽くしたくはない。しかし君の心を見た。え、答えて、ニエガ。ニエガ、部屋に戻りなさい。私、いい子にするって言ったでしょ。ニエが手紙を出したのはあんたで、うちに本をねだったのもあんた。自分のために声を上げられるのだってあんただけなの。さあ、話したいことがあるなら聞くよ、今ここで。この名を刻みつけてくれ、兄さん。僕を覚えている限り離れることはない。黙りなさい！今のって古い方の最後で言うセリフだよな。ってことはニエガは本当に覚えてるんだ。いやー、それは別に知ってる。私全部知ってるの、白根お姉ちゃん。
Oh, nice. Das war ein nicer Übergang gerade. Ja, ich muss sofort ein Bild machen, weil manchmal sind diese Bilder nur eine Frame drin. Sind sie noch hin? In eine Dungeon, in eine Sphäre. Da müssen wir als nächstes hin. So, hier rein, alles klar. Da brauchen wir, ja, wir kriegen Exelonen. Ja, ist in Ordnung. Okay, gut. Kommt wieder unsere Sphäre für die Charakterquest. Na gut. Wer hat gedacht, dass irgendwie... Warum sind die Gegner? Ja, wer hat das gedacht? Die hat irgendwas Böses am Stecken gehabt und wir haben sie einfach machen lassen. Mehr oder weniger. Hier kann ich die Wände auch nicht hochklettern, ne? Gott. Oh ja. Das ist so eine dämliche Animation, wie sie sich so bewegt irgendwie. Ich mag ihre Animation nicht. Die Leute sind alle durchgerührt, als sie ihre Animation gesehen haben. Irgendwie weiß ich nicht. Die hat irgendwie gar keinen Pep in ihren Animationen. Weil sie die ganze Zeit so gelangweilt ist. Weil ich ihre Idle Animation auch irgendwie. Muss irgendwie voll gelangweilt, irgendwie so auf der Stelle, irgendwie so. Kann man die sehen irgendwo hier? Ja. In dieser Animation sind alle Leute durchgedreht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es irgendwie nicht. Ja, ich meine, sie ist Waifu, ne? Das ist klar, aber ich verstehe, ich begreife es nicht. Aber okay. Deswegen pulle ich ja nicht für jeden Charakter, ne? Gibt ja Leute, die pullen für jeden Charakter. Ich nicht. Ich pulle nur für die guten Charakter, die mich interessieren. So, weiter geht's. Und jetzt hier hin. Kann ich... Da kann ich nicht hoch. Kann ich hier hoch? Hier kann ich hoch. Okay. Ganz ehrlich, das ist cool. Dass sie sich in so ein Tiger oder Jaguar, was auch immer sie sein soll, weiß nicht, was sie sein soll. Sieht aus wie so ein Jaguar oder so ein Cheetah irgendwie, ne? Weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen. Cheetah. Gott. Gepard oder so, ne? Könnte sie auch sein. Muss ich da hingehen? Ja, ne, ja. Ja, weil keine Ahnung, das kann ich auch mit Katschina machen, ne? So Wände hochgehen und so, ne? Von daher ist selbst das würde mich jetzt nicht so interessieren. Aber okay. Ist ja nur mein Geschmack, ne? Ja, was geht, Leute, ne? Oh. Tor. Also war ja 52.000. Mein Gott, so langsam werden meine Charaktere stärker. So langsam werden meine Charaktere stärker.
Wow. Ja, da soll ich eigentlich normalerweise hochgehen, aber ich mache einmal den hier. So kann man das auch machen, ne? Ich hoffe mal, da ist irgendwie nichts irgendwie. Ja, ich kann auch hier. Ich kann auch den hier einfach machen. Ich brauche gar nichts zu lohnen. So, komm her. Da, nein, ich hier. Okay. Okay. Ganz ehrlich, das ist cool. Wenn man hier so ein bisschen sich so bewegen muss, ne? Das ist cool. Was zum, also schon sagen, ich muss wieder runter. Ich bin eigentlich gerade runtergeflogen. So. Wer seid ihr alle? Komm her. Oh, und in den Hintern damit. Oh, der war schon tot. Ja, nee, komm noch mehr. Okay. Ich muss mal gleich einen Charakter hier steuern, ne? Und ich weiß, wie sie funktioniert. Oh, da werden noch zwei gespawnt. Weil Shiori, also dieses Ding hier von Shiori. Normalerweise spawnt sie nur einen von diesen Puppen. Aber wenn ich andere Charaktere habe, die auch so Geo-Objekte hier spawnen können. Also wie Kachinas Kreisel hier. Haben wir zwei von diesen Dingern hier gespawnt. Das ist cool. Normalerweise sind das immer nur eins. Aber ich bräuchte mehr Charaktere, die sowas spawnen können. Ne, ich habe Zhongli, aber den benutze ich so gut wie nie, weil ich Schildcharaktere benutze ich allgemein nicht so viel. Jetzt war ein super starken Schild, der irgendwie nie gebrochen werden kann, aber ja, keine Ahnung. Ich brauche irgendwie mehr Angriff immer die ganze Zeit anstatt Verteidigung. Weil wenn du einen Charakter hast, der irgendwie ein Schild irgendwie reinballert. In ein Team, dann hast du mehr oder weniger einen Charakter, der weniger Schaden macht. Und ja. So, jetzt nehme ich an, ist da oben zugegangen, ne? Wollen mich hier noch umschauen. Ja gut. Dann machen wir nochmal an. Naja, ich kann ja nicht. Ich kann ja nicht klettern. Normal. Tut sie irgendwie Klamotten hier ausziehen oder so? Wenn sie halt einsetzt, ich könnte schwören, sie sieht ein bisschen anders aus. Tut sie strippen? Nein. Mal kurz gucken. Ich glaube, sie tut ihr Mantel da ausziehen. Ne? Oder ja, ja, ihr Mantel wird irgendwie durchsichtig. Okay. Na gut. Oh, oh Gott. Oh Mann. Mhm. Ja, das war nicht gut. Ja, danke. Ich kann einfach da irgendwo gehen. Ich sehe schon. Wieder runter. Okay. Ja, das ist lustig. Ja, so ein bisschen verschiedene Gameplay-Sachen hier. Muss ich da oben irgendwas drücken? Ich stecke da irgendwie fest. Hier kann ich aber hochklettern. Ne? Ja. Weil Sphären kannst du normalerweise nicht klettern. Oh Gott. Deswegen, warte mal.
Aha. Okay, nein. Aua. Boah. Na gut. Was, weil ich da oben festgegangen bin. Okay, dann machen wir dem so. Ron. Nein, du... Sie wollte da eintauchen. In die Lava wollte sie eintauchen. Die haben diese die Tauchanimation gemacht, wenn man normalerweise ja ins Wasser springt. Alles klar. Hast du nicht gesehen, was gerade passiert ist mit Shiori? So, ein bisschen mehr hiervon, ne? So ein bisschen mehr hiervon. Dann wäre das Spiel 1000-mal besser. Nicht immer 5 Stunden Cutscene und dann mal einen Kampf oder irgendwas. Ja, wir haben Rollerblades. Was zum... 私は嘘なんかついていないわ。最初から最後まで、ただ娘のニエガを救いたいだけ。今はまだ私の子じゃないけど、すべてが終わったら、この子は本物のニエガになるのよ。今はって、一体どういうことだ？ Erinnerungen einflüssen, die Vergangenheit vergessen. もう理解したよね。Ja, jetzt bin ich auf einmal super schlau, ne? 私がやろうとしているのは。記憶を利用してニエガを蘇らせること。あの子はヤガミの国に長く居すぎた。暗いのも、okay. 寒いのも苦手なのに。ニエガを一人にしたのは私よ。だから必ず連れ戻さないと。怖がらないで、ニエガ。お母さんは何も忘れてなんかいない。あなたの名前を今も覚えているわ。Das ist auch das, was ich gesagt habe am Anfang richtig. Also ist sie schon tot? Ich nehme an, das ist die echte, ne? Das ist convenient.少しは楽になると思ってね。初めてお母さんと呼んでくれたとき、すごく嬉しかったわ。けど、急に怖くなったの。この子は本当に私の子。私の子の名前はニエガ。ニエガ以外にいない。どうして嬉しいと思ったのかしら。私のニエガはまだお母さんを待っているのに。Ich hoffe, ihren Namen die ganze Zeit zu sagen. 連れ戻してくれるの。Dann kommt mein Kanal hier Probleme. Deswegen habe ich ihren Namen auch die ganze Zeit nie ausgesprochen. Sieht aus, als würde da gleich Bosskampf kommen. シロネン、まだ動かないのは周りの冥国図を観察しているからね。無駄よ。燃焼冥国はすべて配置した。冥国図もとっくに機能し始めているわ。あなたがアイデアをくれたおかげよ。この中枢冥国はニエガの本当の孤名になる。ニエガが帰ってきたら、ich hab's ja quasi ja schon darauf招待してあげるわ。 Sich vorbereitet. Lass sie frei. Bei mir hinter mir.Wir können nicht zulassen, dass sie ein unschuldiges Kind Leid zufügt. この冥国図には穴がある。もうすぐボロが出るから、うちの合図に合わせて。ニエガ、大丈夫。心配しないで。お母さんがいるからね。さあ、ニエガ、早く目を覚まして。お願いだから早く。一。カツイン。大丈夫よ。安心して。もうすぐお母さんに会えるからね。
ニエガ。Einfach so, okay.近づいちゃダメ。この記憶は歪んでる。この霧は歪んだ記憶の叫びだよ。触れたら支配されて、二度と自分を取り戻せなくなる。どこにいるの？薬なんて飲みたくて、痛い、痛いよ。どうして私しかいないの？ニエが、どうして？薬なんかいらない、ずっと一緒にいて、もう見捨てないで。あーまん、ラゾーリ、あんたはその手でニエガという名を全てを束縛する檻にした。そろそろその子の声を聞いてあげな。泥まみれの水石、こだまするテペトル、集い散り燃え尽き、よみがえり死ぬ。神聖の炎のために黎明の一角を見せよ。お母さんが一緒にいるから、ニエがずっとずっとお母さん、私ずっとそばにいたよ。やっと耳を傾けてくれた。古き枝に息吹新芽、生い死花を守る若葉、巡りし晩鐘、共に大地へ帰らん。知り合って随分経つのに、会うのは初めてだね。あなたがニエガなの？うん。あなたの名前は？私はニペカ。素敵な名前だね。ニペカ、私は昨日のあなたに祝福を捧げる。これからの明日が何の憂いもなく幸福であらんことを。Okay, ich sehe aber irgendwie das Second Coming hier von Ahira, habe ich so ein Gefühl. Das Ende von dem Sumero. Von der Sumero Archon Quest. Niega ga ita wa. Watashi to kaiwa mo shita no ni. Doko e itta no? Ne! Niega! Niega! Doko ni iru no? Kikoetara henji shite chodai! Onegai! Onegai da kara! Shiro ne?あなたも見たでしょ、私のニエガをこの手で触れて抱きしめることもできた。方法は間違ってなかったのよ。ええ、そう、あの灰色の影も何か些細な誤差に過ぎないはず。もう一度やれば、そう、もう一度やればニエガはきっと。おばちゃん、まだ気づいてないの？気づく？何に？何も間違ってなんかいないわ。何も、あの子は私のことを怒っていて無視しているだけよ。あの子は昔からわがままだったから。ええ、それくらい仕方ないわ。おばちゃん、いい加減にして。燃焼冥国で呼び出したのは本物のニエガじゃなかった。おばちゃんはみんなからニエガに関する思い出をたくさん集めたけど、一つ忘れてる。集めた記憶の中には本物の思い出以外にも無数の感情が混じってるってことに気づかなかった。みんなが重病のニエガのお見舞いに来た時、どんな感情を抱いてたか。死に瀕した子供の手を握りながら、ニエガの弱々しい呼吸、絶望に満ちた目、そして徐々に下がっていく体温を見た人々は、悲しみと痛み以外に何を感じると思う？私はそういった感情まで。
その感情はすべてあんたの手によって燃焼冥国に取り込まれ実在する過去となったの。さっき灰色の人影がいくつか現れたでしょう。あれは過去を映した姿。彼女たちはニエガの最後を繰り返すことしかできない存在なの。逆に本物のニエガが伝えようとした言葉はどれも歪んだ悲しみによって上書きされてしまった。そんなつもりなかったの。私はただニエガのことを記憶に刻んであの子にもう一度会おうと。ニエガはずっとおばちゃんのそばにいたんだよ。おばちゃんに役に立たないって言われたコメはずっと前から全てを記録してた。あらゆる手を尽くし何もかもを投げ出してまで娘を救おうとしたのは紛れもない事実。自分の孤名の意味を忘れたわけじゃないよね。私の孤名はウンドゥグ。その孤名はあんたとニエガの間にある揺るぎない家族愛を刻み続けていた。それなのにあんたはそれを見て見ぬふりしてきたの。名前とは過去から未来への祝福。これおばちゃんが教えてくれた言葉だよね。ニエガに名前をつけて最初の祝福を送ったのはおばちゃん。けど今その人は自分の手でニエガの名を檻に変え罪のない子供を、そして自分をも閉じ込めた。ニエガは私の全てよ。あの子がいない未来なんて考えられないわ。祝福はニエガがいなくなってからは一度も感じられなくなった。私の手を握りながら痛いから抱きしめてとお願いするあの子の夢ばかり見るの。けどね、何も見えない。Wir müssen echt mal diesen Lip-Sync hier irgendwie beheben in diesem Spiel. ただ名前を呼び続けるだけ。毎日毎日自分のことを憎み、コメのことを憎んだわ。あの子ももしかしたら。ニエガも自分のことを憎んでるって思うの。おばちゃん。ニエガが最後に残した言葉、本当の遺言を覚えてる？それは祝福を感じられないのは本物の過去を忘れたからだよ。おばちゃんはただ自分が想像した記憶に使って現実逃避してるだけ。過去をなくした名前は根のない枯れ木に過ぎない。朽ちる以外に未来はないの。これでおしまい。おばちゃん、これで全部終わりだよ。おい、ゆっくりで大丈夫だぞ。なんなら横になった方がいいんじゃないか。あ、ここで横になるのは良くないか。シロネ、ニエガ、ニペカはもう立てるみたいだ。すぐそっちに行くから待っててくれ。Ich kann ihr helfen. ありがとう。パイモお姉ちゃん、旅人お兄ちゃん、私なら平気だよ。ニエガお姉ちゃんが助けてくれたおかげでもうそんなに苦しくなくなったの。へえ、よかった。もし本当にニエガになっちゃったらこの物語も勇敢な手食いと同じになっちゃうからね。ここでおしゃべりするのもあれだし場所を変えよっか。ラゾーリはどうするんだ？安心して、おばちゃんはもう危険な真似なんてしないから。Alles ist vorbei. Ihr verlasst die Werkstatt. Draußen. Ja, der Text, der geht aber voll schnell weg. Ne, da machen sie auf einmal Tempo. Ne. So, alles klar. Dann sind wir ja gleich fertig. Ne. Ich weiß jetzt nicht, wie lange alles da kommt. Bestimmt so auf 3 Stunden. Ne? Ich glaube, da war es ungefähr 1 Stunde. Ne? Vorher. Oba-chan hat die Tür auf dem Zimmer gemacht und die Tür gemacht. Bin ich sicher. Nachher bin ich sicher. 12 Minuten. Jetzt
29, ja, so ein bisschen weniger als 3 Stunden müssen das. Außer wenn ich jetzt gleich noch hier den Ding spiele. Den Testlauf von Xylonen. にしても今思い返すと恐ろしいよな自分の容姿を見ようとするなんて ich war mittendrin しかもあと少しで成功しちゃいそうだったしそれから rechtzeitig herausgefunden そうだな Weiß Paimon Bell aus Zenless Zone Zero? Aber ich fasse es nicht, dass diese Sache gerade passiert ist. Kannst du noch mal glauben, dass das, was gerade das Zeug passiert ist, was gerade passiert ist? Lass mich dir noch mal erzählen, was genau gerade passiert ist, was du gesehen hast, was gerade passiert ist. Du bist so tapfer, ne, Pitcha. それにあれは私が思いつく最後の方法だったんだこれまでにも何度か試したのでも家によく来てくれたおじさんやおばさんたちはラゾーリさんの言葉を鵜呑みにして来なくなるか私を信じてくれないかでねそれに何を話しても病気のせいだってラゾーリさんに丸め込まれちゃうのあの人が涙を流せばみんな慰めるばかりで誰も私の話を聞いてくれなくなった私が送る手紙も受け取ったプレゼントも全部ラゾーリさんに確認されてね少しでも言うことを聞かなかったら変なお薬を飲まされちゃうんだそれを飲むと何日も眠っちゃうし記憶力もすごく悪くなっちゃうの寝ている間はいろんなものが見えて Den Wänden kam ein grünen Schleim raus 四六時中喋るようになって毎日が怖かった今回も失敗したら私本当に諦めてたかもAlles wieder okay. オイラたちがそばにいるから安心しろ、リペカ。これ以上お前を傷つけようとする奴がいたら、旅人とシロネンがすぐぶっ飛ばしてやるからな。ごめん。我慢できなくて。お前は十分勇敢だったぞ。しかも助けを求めた相手がシロネンなのは、大当たりだ。シロネンは。涙でごまかされるようなやつじゃないからなこいつは人の話をしっかり聞くしどんな些細な点も見逃さないだろそんな些細な außer hat eine Mal als ihr ihren Namen erklärt wurden er hat sie nur 20% von verstanden 2人がいなかったらニペカも助けを求めるメッセージを was überhaupt jetzt mit der Mutter ist sie jetzt einfach da geblieben ich dachte die kümmert sich jetzt hier um sie um das kleine Mädchen ja wir haben ja irgendwie ein Happy End irgendwie soJetzt war ihre eine Tochter verloren, jetzt kommt die andere. Sieht sie als Tochter auf. Moshi uchiga koe o kake ni itte tara, kitto Razori oba-chan wa keikai shite, kono ko o mata heya ni tojikomete ta darou shi. Hihi. Ja, oira tachi tte ba, kekkou juuyou na yakume o hatashita tte koto ka. Demo, aitsu mo daitan da yo na. Shuraku no hito datte.本物のニーガの顔くらい見たことあったはずだろ別人って気づかれるのが怖くなかったのかな sie muss die Glutkristall-Inschriften schon sehr lange benutzt haben. その可能性はあるね。ラゾーリおばちゃんが作った燃焼名国は、みんなからニーガの過去を集めるだけじゃなく、その記憶を消すこともできるから。落書きで例えるなら、まんべんなく絵の描かれた壁に新しいものを描くにはまず古いものを消さないといけないもしかしたらうちもおばちゃんのターゲットの一人だったのかもだから中枢名国をあっさりうちに渡したんじゃないかなそれを知った上で受け取ったのかよ Müsste man einen Wah-Counter hier einführen in dieses Spiel ま、リスクを犯さなきゃ真実だって手に入らないっしょそれにこの手で中枢名国をばらしてなかったら
本当の狙いに気づくこともできなかっただろうし。つまり、お前は最初からあいつを疑ってたってことか。あれは別の話で。全然。だって親戚のおばちゃんだよ。最初から悪者扱いだなんてありえないって。せいぜい、その可能性と対策を頭の片隅に置いてたくらい。結局、最悪の結末になっちゃったけどね。でも、苦しんでた子供を助けられたし、結果オーライってとこかな。さーて、祝勝会の健闘を称え合うコーナーは終了。全部片付いたし、ニペカはもう安全なはずだよ。白根お姉ちゃん、私これから何をしたらいいんだろう。もちろん好きなことはやっていいんだぜ。もうお前を部屋に閉じ込めようとするやつはないんだろうな。でも私何ができるかわからない。 Da kommt die Mutter wieder ins Spiel, ne? 私が知ってることはどれもニエガお姉ちゃんと同じだから。好きな料理や花、喋り方、普段の振る舞い、ニエガお姉ちゃんじゃないのに、お姉ちゃんじゃないといけなかった。わからないよ、白根お姉ちゃん。私、どうしたらいいの？安心して、ニペカ。燃焼冥国はもう機能してない。別人になることを強要する人はいなくなったから。けど、自分の名前以外、何も覚えてないの？もしかして、このまま何も思い出せずに、過去を全部捨てることになるのかな？ Also, kleine, ich erinnere mich auch an nichts mehr, bevor ich 5 war. 怖いよ。Machst du halt neue Erinnerungen?泣かないで、ニペカ。ほら、これをあげる。ラゾーリおばちゃんが保管してた鉱石をちょっと拝借して作ってみたんだ。燃焼冥国じゃないか。シロネ、お前も作れたのか？いいよ、別物だよ、これは。ただの綺麗な石ころ。見て、ニペカって名前が刻まれてるっしょ。これはあんたが最初にもらった祝福。あんたを愛する二人からの心のこもったプレゼント。これがニペカを守ってずっとそばにいてくれる。過去も未来も現在もあんたから離れることはない。でもお父さんとお母さんの名前すら覚えてないんだよ。私何も。何もかも元通りになるだなんて大口は叩かないよ。あんたを待ってる未来がどんなものなのかうちにもわかんないし。けど一つ言えることは、この先どんなことがあってもその名前だけは消えたりしないってこと。これは一人の内理師からあんたに送る祝福だよ、ニペカ。あんたはこれからゆっくり成長してく。苗木がすくすくと伸び、鳥が空をいつも羽ばたくようにね。ニペカって名前はあんたの原点であり、あんたの成長を導く道しるべでもあるんだ。自分の名前、そして経験した全てを胸に刻むの。そうすればきっと未来に向かってどう進めばいいかわかるはずだから。うん、頑張ってみる。その意気だぜ、ニペカ。Wir werden immer beide sein. Wir werden ihn nie wiedersehen. So wie jeden anderen Charakter in Charakter Quest. Die werden wir nie wiedersehen. Nie wieder von ihr hören, gar nichts. Du hast also einen Plan B. まあうまくいくかわからないし、誰に聞けばいいかの検討もついてないけどね。そういう運任せの方法を当てにするなら、まずは自分の力で地道に頑張ってみてからの方がいいっしょ。まあそう深く考えないでやってこ。じゃ、うちはラゾーリおばちゃんを集落に連れてくね。ニペカも一緒に来て。あ、そういえば晩飯がまだだったよ。好きな食べ物とかある？
私？好き嫌いは特にないから何でも大丈夫だけど。オッケー、じゃあ行こっか。やることが山ほど残ってるし、しばらく休めそうにないね、こりゃ。ああ、そうそう、一つ言い忘れてた。誕生日おめでとう、ニペカ。Okay, okay. Also die Mutter wird jetzt einfach ignoriert, nehme ich an. Die ist einfach weg vom Fenster. So, alles klar. What? Hm? Rückkehr der Stille? Wo ist das? Ist die Quest noch nicht vorbei? Okay, aber ich habe die Mission gerade abgeschlossen. Was? Okay. Also die Mutter ist jetzt einfach weg und das Mädchen muss jetzt für sich selber sorgen. So habe ich das jetzt verstanden. Okay, anscheinend haben wir noch so ein kleines Ding hier. Kann aber nicht so lange dauern jetzt, ne? Mission schon abgeschlossen, jetzt hier nochmal 5 Stunden irgendwie Cutscenes kommen, dann gehe ich durch. Ah! Oh oh. So sehe ich, wenn die Cutscenes zu Ende ist. Ist dann runterfallen? Oh, was ist mit ihr? Wird sie bestraft? コメの技術を使った犯罪なんて参考にできる事例が限られてるからね。バカルはしばらく頭を抱えることになるんじゃない。 ただ、 ラゾーリおばちゃんの工房は完全に閉鎖されて、作りかけの燃焼名国は処分されることになったよ。もう完成してる燃焼名国についてはうちが対応することになったけど、はあ、また面倒な仕事が増えちゃった。とにかくおばちゃんの孤名に問題が生じなかったのは不幸中の幸いだよ。じゃなきゃ今頃やばいことになってただろうし。ああ、コメといえばいいニュースもあんだ。燃焼名国に取り込まれた記憶は元に戻せるんだって。あ、別に、もう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 、けど本当にいなくなった今、こうして思い出せるようになるなんて、本当めちゃくちゃ。Wie geht's, Nipicha? 今はうちの工房で休んでるよ。部族の人にも相談して。Na Werkstatt bist du irre? Ich dachte, das ist alles unordentlich. Na tun Leute dann sterben. しばらくはあの子の世話をしながら、鍛造の技術でも教えよっかなって思ってる。ま、どれも今後の話だけどね。今はゆっくり眠らせてあげないと。睡眠を十分にとることこそ面倒ごとを片付ける上で一番大切だからね。Okay. Okay. Das war's dann. Bin mir immer noch nicht herausgefunden. Und mit der Mutter jetzt los ist. Ich dachte, er wird jetzt irgendwie so erklären, so ab. Okay, dann sind wir ja fertig, ne? Jetzt haben wir hier die Ding ist abgeschlossen. Ne, jetzt gehen wir wahrscheinlich hier wieder was Bildchen mäßig. So, dafür wieder Thumbnail. Ne? Wo ist es? Ansehensbelohnung. Ja. Okay, ich sehe halt gar nicht das Ausrufezeichen. So, aber wir haben schon alle Sachen hier hochgelevelt. Jetzt müssen wir warten, bis die nächsten Stämme hier alle freigeschaltet werden, die restlichen drei, ne? Ja, davon geht Lali. Okay. Der nächste Charakter, von dem ich pulle, falls sie rauskommt. Und ich habe jetzt hier so ein Ding wieder bekommen. Oh, warte mal, das haben wir auch in der Hauptstory bekommen, ne? Ah, guck mal hier. Ach
Hast du eine wahre Seele wieder verlangt und ihr gewünscht? Ich weiß immer noch nicht genau, was das ist. Was man hier noch machen muss. Ich habe jetzt eigentlich alles erledigt, was es hier ein Spiel gibt im Moment. In Netland. Und weißt du, wieder dieses eine Ding, was ich bekomme. Ich, jedes Mal, wenn ich die bekomme, finde ich die ja nicht mehr wieder im Dingen. Hier, so ein Ding ist das. Warte im richtigen Moment, bis du es einsetzt. Hatte ich nicht schon vorher drei von denen? Hier von fehlt mir nur ein Ding. Okay, gut. So. Der Grund, warum ich das überhaupt gemacht habe, hier wegen die paar Primus ja. Und die Materialien und so. Also einzige Grund, warum ich die so schnell mache, weil sonst geht's nicht. So, gegen den müssen wir auch noch kämpfen, ne? Gegen den Boss hier. Müssen wir auch noch machen, ne? Ist mir nämlich aufgefallen. Wir sagen, wir machen mal hier ausprobieren einmal. Ich meine, wir haben sie jetzt schon ein paar Mal gespielt, auch in der Hauptstory. Aber gucken wir mal, ne? Das haben wir wieder hier. So ein Ding. Da bin ich gut, dass man jetzt hier so andere Testgebiete haben hat, wie in Honkai. Oh ja, das. Ja, was geht? Warte mal, wenn sie ihre Ultimate einsetzt. Wenn sie nicht ihre Yakan hat, dann sieht die anders aus, ne? Ja. Als sie gerade ihre Ultimate eingesetzt hat, hat sie auch ihre Jacke nicht angehabt. Sperrt sie cool aus, ne? So ein Beat. Stick irgendwie. Sieht sie jetzt anders aus, ne? Also ich kann auch darin reden, wollte schon sagen. Ja, ich meine, das ist lustig, aber das gleiche kann auch mehr oder weniger Molani und Kachina, ne? So. So. Ja, was geht, na? Ich finde immer noch, Jan fährt eine der besten Animationen, ja. Ja, das wird irgendwie Volleyball spielen mit ihren Flammen. So. So, Jacke aus. Da muss ich jetzt erstmal wieder warten. Ich meine, das ist schon wieder ein anderes Event, was jetzt gerade am Laufen ist, aber da haben wir noch ein bisschen Tage, da kann ich erstmal chillen ein bisschen. Da. Boah. Gott, die Jiggle Physics, wenn sie ihre Ultimate einsetzt. Hat gesehen. Ja, pass mal auf. Er soll eigentlich auch ziemlich gut sein. Auch voll der DPS-Charakter, ne? Noch was? Naja. Das war abgeschlossen. So, die anderen Charaktere habe ich alle schon. Gemacht. Weil ich die ja schon habe. Ne? So, hier nochmal 20 Primus. Ne? So.
Und ja, dann ist jetzt hier nur noch hier dieses Event übrig, aber es läuft noch so 11 Tage. Das heißt, das mache ich dann irgendein andermal. Ne? Irgendwas mit Nahida. Man kriegt da mal Candice hier. Umsonst. Auch nicht schlecht. Was ist das? Dekoration. Zum. Geil. Sein Paradewagen. So, ich würde sagen, wir machen noch mal einmal den neuen Boss hier, weil den habe ich noch gar nicht bekämpft. Den habe ich noch nie bekämpft. Deswegen schauen wir mal an. Darüber habe ich letztes Mal nachgedacht. Ne, warum tun die Weltbosse nicht einfach in der Story hier vorstellen, so wie halt Zenless macht? Ne, ja genau. Ich habe mir markiert, wie man hier reinkommt. Ich habe schon den Eingang gefunden. Hier in Zenless, wenn du irgendwie oder in Honkai, wenn du irgendwie das Spiel abgedatet worden ist, dann kommen ja natürlich immer so neue Bosse und so was alles. Ne? Und wie Zenless und Honkai die Bosse alle vorstellen, ist, die integrieren die einfach in der Story. Ne? Bei Genshin ist das immer so, oh, wir haben neuen Boss hinzugefügt. Wenn du hier hingehst, kannst du gegen den kämpfen, ne? Und dann musst du sozusagen aus dem Weg gehen, um die zu finden und zu bekämpfen, ne? Ja, so wie in Kinnips Story, da musste man auch gegen diesen einen Typen hier kämpfen, diesen Berggott, ne? Hier den ja Bergkönig, ne? Den musste man zum Beispiel in Kinnips Story bekämpfen, ne? Also, warum machen die halt nicht einfach so, dass man hier... Warum tun die nicht einfach die Weltbosse irgendwie so vorstellen, so in der Story, damit man die schon mal gesehen hat, so in der... Man muss immer irgendwie aus dem Weg gehen, um die erstmal zu finden, ne? Die ganzen Hypertasten und so, ne? Die kamen alle nicht in der Story vor, doch einmal in der Story, einmal in der Weltquest kam, glaube ich, einer von denen vor, aber das war's. Ist doch viel besser so wie in Honkai und in den Zenless, ne? Die würden einfach in der Story so, oh, wir haben hier neue Gegner, ne? Wir, keine Ahnung, jetzt kommt hier so eine Gegnerkonfrontation und da musst du einmal gegen den Boss kämpfen, ne? Wie diese einen drei Typen hier in Pinakuni, die man bekämpfen musste vor Sonntag, ne? Da musste man ja gegen diese drei Roboter kämpfen, ne? Auf einmal. Die musst du auch erst einmal einzeln bekämpfen, ne? Da hat das Spiel auch irgendwie das Spiel erstmal so vorgestellt, so, oh, wir haben hier drei neue Bosse, ne? Wir zeigen mal hier, was die so drauf haben. Und dann kannst du die im Nachhinein nochmal bekämpfen, ne? So würde ich mir in Genshin vorstellen. In Genshin tun sie mal hier irgendwie so vor, hier zeigen so, oh, wir haben hier einen neuen Boss vorgestellt, ne? Geh irgendwo hier hin und dann kannst du gegen den kämpfen, ne? Aber die haben nichts mit der Story zu tun. Das stört mich ein bisschen. So, jetzt machen wir erstmal den hier platt, ne? Was geht ab? Ich hoffe, du bist irgendwie geo-anfällig. So, da kriege ich mir sowieso nicht an. So, oh. So, was bist du? Ja. Ich will da raus. Warum kann ich hier nicht raus? Ich will aussteigen. Warum kann ich nicht? Kann ich normalerweise aufsteigen? Ja. Dann bin ich jetzt ganz blöd. Wie dieses eine Ding auf Domero, habe ich so ein Gefühl. Nee, um die Aufladung anzubrechen. Oh Gott. Weiß nicht, ob ich das schaffe. Was ist das hier? Das hier? Okay. Ja, meine, das war gut. Verstehe gar nicht, was diese Leiste irgendwie ist, dieses Blitzleisten, den wir neben deren HP leisten. Aua. Oh ja. Zack. Irgendwie nimmt er gar keinen Schaden. Jetzt nimmt er Schaden. Wir warten, bis er sein Ding hier kaputt macht, ne? Oh, ich kann da gar nicht hoch. Da brauche ich extra Kachina für. Drift on. Ja, jetzt kann ich den Schaden machen. Boom. Ne?
Leid. Ich will den gar nicht auch einfach abschießen oder so, wenn die ja auch spawnen. Ich kann mir nicht vorstellen, ob man hier gezwungen sein wird, hier nur mit Kachina reinzugehen. Okay. Mein Gott, ich habe gesehen, er hat voll viel Schaden gerade genommen. Ja, boom. Okay. So, das war der Boss. Haben wir ihn auch mal gesehen. Ne? Was hinterlässt der? Was hinterlässt der? Irgendwas, was ich nicht brauche, ne? Was ist das hier? Magiekern mit Drüsen, goldenen Inschriften. Ich nehme an, das ist für Schlonen, ne? Ich wünsche, man könnte hier irgendwie sehen, für welchen Charakter das ist, ne? Man kann halt umgekehrt, ne? Wenn man umgekehrt eher nachguckt, dann sieht man ja, für welchen Charakter man was braucht, ne? Hier. Aber ich würde gerne, dass das umgekehrt ist, dass man irgendwie ein Item irgendwie hat. Und dann wird einem angezeigt, so, oh, das brauchst du für den Charakter oder den Charakter oder den Charakter, ne? Ja, manchmal habe ich irgendwie Klamotten und ich weiß nicht, für wen ich die brauche, aber ich nehme an, das sind Materialien für Schelonen und andere Charaktere, die bald rauskommen. Weil ich habe nur Morlani und Kachina und die brauchen Klamotten ja einmal von denen hier und von denen hier. Das heißt, ich brauche eigentlich nichts von dem Boss, deswegen tue ich jetzt die Belohnung auch nicht einsammeln. Und ja, dann mache ich hier Feierabend, ne? Jetzt haben wir Shilons Quest abgeschlossen. Der letzte Legendenauftrag erstmal von Netland, ne? Da kommen wahrscheinlich noch mehr. Ne? Aber fürs Erste war es das. Ich glaube, nächsten Monat wird das Spiel auch noch nicht upgedatet, ne? Weil ich glaube, nächsten Monat kommt erstmal wieder Hu Tao und Nahida in der Gacha. Das sind beides Altcharaktere. Hu Tao sieht man da oben rechts schon. Und jedes Mal, wenn alte Charakter gerunnt werden, also wenn keiner von denen neuer Charakter ist, dann wird das Spiel meistens nicht geupdatet, ne? Ist irgendwie, weil nicht Charaktere werden meistens immer nur abgedatet, wenn das Spiel wird meistens nur abgedatet, wenn irgendwie, weil nicht, wenn irgendwie wenn neue Charaktere in der Gacha sind, ne? Aber da keine neuen Charaktere in wie viel Tagen 2,5 Tagen rauskommen, dann heißt das Spiel wird erstmal nicht geupdatet, ne? Storymäßig jedenfalls nicht. So, keine Ahnung, diese Quest hier, dieses Event, weiß nicht, wie lange das dauert. Ich werde das aufnehmen, falls das irgendwie relevant ist. Aber ob ich es hochlade, das werde ich erstmal sehen. Ne? Wenn es zu relevant ist, wenn es nicht so relevant ist, werde ich es aufnehmen, aber nicht hochladen. Aber ich werde es vorher trotzdem mal aufnehmen, ne? Man weiß das ja nicht. Das war so ein cooles Mini. Mehrspieler-Dingen, ne? Da musst du irgendwie weil nicht mit anderen Spielern irgendwie so gegen Gegner kämpfen. Da war ziemlich lustig, aber weil nicht. Gab es zu wenig Belohnung, fand ich. Das war irgendwie viel zu schnell vorbei. Ausnahmsweise mal. Ja gut, dann weiß nicht. Will ich mal in der Woche oder so vielleicht hier dieses Event spielen, ne? Mal gucken, ob es irgendwas getan hat, wenn die nächste Gacha draußen ist, die ich nicht spielen werde, weil ich ja Nahida und Hu Tao schon habe, ne? Und ja, dann sage ich. Vielleicht werde ich auch mal versuchen, Hu Taos Waffe hier zu holen. Ich muss mal irgendwie anfangen, die Waffen von Charakteren zu holen, weil ich finde, meine Charaktere sind voll schwach. Aber jetzt bin ich dabei, hier die ganzen Charaktere hier erstmal zu krönen, ne? Also ja, deren Sachen ja nicht du auf Level 10 zu bringen. Also am Maximum. Ne, ich habe einige Charaktere schon auf Level 10 gemacht, ne? Also, aber diese Kronen, die hast du nur auf eine limitierte Weise, ne? Deswegen muss ich mir überlegen, für wen ich das hier ausgebe, ne? Ja, ich habe für Wanderer habe ich schon einen ausgegeben, ich habe für Nahida habe ich einen ausgegeben, für Furina habe ich auch einen ausgegeben, ich werde auch für jeden Charakter wahrscheinlich nur einen ausgeben, ne? Für Fischl habe ich einen ausgegeben, also all meine Lieblingscharaktere, ne? Ja, die Level 13 wegen ihrer Konstellation. Also ja, ich werde ja für jeden Charakter irgendwie
den ich oft benutze, erstmal eine Krone einballern, ne? Für Pharosan habe ich eine reingepackt letztens, genau. Dann werden die hoffentlich ein bisschen stärker. Ich glaube, ich habe auch einen für... Ne, bei ihr war ich dabei, weil ich so viele von diesen Dingern hier habe, keine Ahnung. Ich habe keinen anderen Charakter. So, egal, das dauert jetzt hier schon wieder viel zu lange, ne? Ich beende den Part hier. In der nächsten Folge sehen wir mal, was passiert, ne? Wahrscheinlich werde ich dieses ein Event spielen. Wenn es nicht so interessant ist, werde ich es nicht hochladen, aber ich werde es trotzdem vorher mal aufnehmen, ne? Ich weiß es ja nicht vorher. Aber ihr werdet schon sehen, wann ja das nächste Mal kommt, ne? Es wird höchstwahrscheinlich jetzt ab jetzt immer Genshin Videos geben anstatt Streams, weil halt einfach viel angenehmer ist, finde ich. Ne? Außerdem kriege ich genauso wenig Views wie wenn ich streame, also für mich macht da keinen Unterschied. So, genug von mir, ne? Ich sag danke schon fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo auch immer die kommen wird, was auch immer da passieren wird. Und ich sag tschüss. Wir sehen uns. Boom. Verschwindet. So wie dieser Katalysator. Ciao.